später kommen, aber ich will Ihnen heute in der Vorlesung gerne etwas zur Weise, wie die Vorlesung konzipiert ist, sagen, zur, wie ich denke, Zeitqualität davon und was für die Gedanken dabei sind und Ihnen Empfehlungen geben, wie Sie sich am besten vorbereiten können und die Vorlesung auf gewinnbringende Weise für sich fruchtbar machen können. Das Thema ist seit einigen Jahren das Verhältnis von Pop und Kanon. Ich habe über die Jahre mit großem Erstaunen eigentlich realisiert, dass diese Bewegung hin zu Pop für viele von Ihnen in Ihren jüngeren Generationen gar nicht mehr wirklich als Befreiung bewusst ist. Also meine Generation, als wir studiert haben, das war eine riesige Befreiung, dass wir endlich diese alten Kanons von allem möglichen Literatur in der Philosophie, dass man das etwas loslassen konnte und dass es eine viel öffentlichere und viel in gewisser Weise weniger akademische Diskussion mit sich bringt. Heute wird das etwas zwiespältig, darum geht es im Kern eigentlich die heutige Vorlesung, weil wir mit der künstlichen Intelligenz eine vollkommen neue Entwicklung haben. Sie haben bestimmt alle viele Diskussionen verfolgt um dieses OpenAI und den ChatGPT-Bot, diese neuen Formen der dialogischen Interfaces, wo man Informationen nicht mehr abfragt, so wie man in einer Bibliothek ein Buch sucht oder so, sondern wo sie sozusagen mit ihren Anliegen im Wissen, was die Weltbevölkerung über das Internet dazu aufbereitet hat, bereitstellt. Das ist, wenn man so will, eigentlich der, damals war das für uns ein Emanzipationstraum mit Pop. Ja? Also die Menschen reden demokratisch, direkt, das Wissen bleibt greifbar, es berührt die Menschen in ihrem Leben, es bleibt nicht so steif. Man kann in vielerlei Hinsicht wirklich sagen, dass mit dieser neuesten Entwicklung und diese AIs sind jetzt gerade mal noch nicht ganz ein Jahr öffentlich. Ja? Also der ChatGPT hat, glaube ich, kurz vor Weihnachten ist er online gegangen, in der ersten Version. Bildbearbeitungsprogramme gab es schon vorher, die so gearbeitet haben. Aber es ist ganz deutlich ein nächster Schritt, diese neuronalen Netze in eine Art ja, nicht institutionellen Institutionskontext stellt oder sowas. Ja, und damit gibt es eine Art Selbstbezüglichkeit, über die viele Menschen heute sehr besorgt sind, dass nämlich der Umgang mit Wissen super populistisch wird. Ja, dass sich alle Vorurteile der Menschen jetzt unkontrollierbar reproduzieren, durchsetzen, dass eine Art von, man könnte sagen, Austausch oder Diskurs in der öffentlichen Rede, was manche würden sagen, zivilisiert ist oder was förmlich ist oder was bestimmte Höflichkeitsregeln einhält, dass mit dem in naher Zukunft Schluss sein wird. Und diese Entwicklungen sind, ich glaube, es ist zu bequem zu sagen, das wären einfach jetzt hysterische, erste euphorische Marketingstrategien oder Weltuntergangsszenarien oder sowas. Ich glaube, das, was wir erleben, ist in vielerlei Hinsicht wirklich neu, aber in vielerlei Hinsicht auch nicht neu, sondern die Weise, wie sich eine Wissensbildung, eine Vorstellung davon, was Wissen von Meinung trennt und von, in der Schweiz reden wir oft und überhaupt nicht abwertend von einer Art Bauernschleue oder von einer Art von Wissen, ja, also eine Art Weisheit im Umgang mit den Dingen, die sich bewährt haben, wie sich diese Sachen ins Verhältnis stellen. Das beschäftigt universitäre Bildung, seit es Universitäten gibt, seit es Akademien und Universitäten gibt. Und der Diskurs, in dem sich das jeweils manifestiert hat, in Texten, das ist eigentlich das, was der Begriff Architektonik heißt. Ja? Also die Architektonik hat als eigenen Fachbereich, wenn man so will, eine Tradition, die nicht erst mit Vitruv beginnt, aber dort zum ersten Mal eine kanonisierte Form findet in diesen berühmten 10 Büchern. Ich sage es deswegen, weil, glaube ich, wirklich heute in Bezug zu diesen technischen Entwicklungen die Architektonik eine neue Relevanz bekommt.
eine neue, das heißt jetzt nur neu in Bezug zu den letzten Jahrzehnten oder so. Ja, also Bauhaus war genau von den gleichen Ideen inspiriert, Anfang 20. Jahrhundert war genau von den gleichen Vorstellungen inspiriert. Allerdings waren die Abstraktionen auf einer anderen Ebene, als sie heute sind. Das heißt, wir können nicht einfach fortsetzen, was damals angedacht wurde, aber wir können lernen, wie das damals gedacht war. Und ich nenne das explizit Architektonik, weil der Begriff natürlich von allen Seiten eigentlich vereinnahmt wird. Die Philosophen sagen, das wäre Philosophie. Dann sagen die Architekten, das müsse aber vom Bauen aus der Praxis direkt entstehen. Dann sagen die Pädagogen, das ist altes Denken. Heute haben wir eine akademische, eine professionelle Pädagogik, die sich genau beschäftigt hat, wie man Wissen vermitteln kann. Aber genau um diese Weise, wie Wissen sich vermitteln lässt, also wie ein Können, was bestimmte Menschen verkörpern, ja, die das können, wie kann man das weitergeben? Das ist eigentlich die Kernfrage von Architektonik. Und ich will Ihnen jetzt als Anfang von dieser, bevor ich eigentlich auf die Vorlesung selbst zu sprechen komme, eine kurze Sequenz vorspielen von einem Blog, den ich Ihnen allen wirklich sehr, sehr empfehlen möchte. Das ist der Blog von Lex Friedman. Er ist Professor am MIT, lebt im Silicon Valley und interviewt seit, ich glaube, seit 18 oder so, diese ganzen Jungspunds, ja, die die Weltwirtschaft durcheinander bringen mit den neuen digitalen Firmen. Ihn interessiert als einziger fast heute, was die sich denken. Ja, also, was treibt sie an? Wie stellen sie sich vor, dass das buchstäblich die Welt verändert? Was sind ihre Versprechen? Wie sehen sie ihre Ängste? Was ist verbunden mit diesen sogenannten disruptiven Technologien, die eine Bildungslandschaft infrastrukturell etablieren, denen im Moment einfach schlicht niemand gewachsen ist? Und das hier ist jetzt ein Interview mit Sam Altman. Er ist der Kernkopf hinter dieser neuen OpenAI Firma, muss man sagen, aber auch die ganze Programmierung davon. Und was ich Ihnen zeigen will, ist nur, um eine Art Befindlichkeit Ihnen zu, die Befindlichkeit muss man mit ins Spiel, muss man mit in den Kontext nehmen. Also Leute wie er werden von ganz vielen etablierten Kontexten oder wurden von vielen etablierten, also Informatikunterricht an Universitäten zum Beispiel und so, schlicht nicht ernst genommen. Ja, das hat eine Art von Kränkung produziert, die viel von der Aggressivität ausmacht, mit der diese Technologien heute einen Durchmarsch machen. Und diese Aggressivität, die betrifft die gesamten Gesellschaften. Ja, die sind individuell gelebt, aber die sind wichtig, sie nicht quasi als nebensächlich oder als subjektiv oder so abzutun. Das heißt, es ist so ein kurzes Spotlight, was der Lex Friedman hier stellt, vor einem fast dreistündigen Gespräch mit ihm. Sie werden, wenn Sie den Blog anschauen, mit fast allen Menschen, die irgendeine Rolle gespielt haben in den letzten 15, 20 Jahren in diesen Entwicklungen, lange Gespräche finden. Und lange Gespräche heißt wirklich lange Gespräche, bis zu 5 Stunden. Das ist etwas, was heute eigentlich niemand mehr macht. Das gibt's, diesen Raum für Diskussion und fürs Gespräch gibt es in den Medien schon lange nicht mehr, nicht nur in den Zeitungen, wo die Feuilletons eigentlich weggehen, auch nicht im Fernsehen. Und die Blog-Szene eigentlich, die reitet ja voran, die Sachen in, ja, diese Nutshells for Dummies, ja. Also in diese oft eine Infantilisierung, sehr oft eine enorme Quantierung, also super schwierig und wertvoll. Aber es geht alles immer auf die Kürze hin, auf die Kürze hin. Und ich empfehle Ihnen diesen Blog deswegen, weil hier die Dinge Weile haben können. Und das ist sehr, sehr wichtig, um ein differenzierteres, ein nuancierteres Bild zu bekommen, was wir eigentlich gerade erleben. Und dieser ChatGPT, ich weiß nicht, wenn Sie ein bisschen über die allgemeinen TU-hochschulpolitischen Entwicklungen informiert sind, dann hat sich jetzt eigentlich vor allem im letzten Jahr, das war vorher schon angezeichnet, aber jetzt mit diesen Entwicklungen eine neue Ethikkommission formiert. Es geht darum, irgendwie Policies zu erfinden, wie man sie schützen kann, davor nicht zu lernen. Ja, also wie sollen wir verbieten,
an einer Uni mit diesen neuen Werkzeugen zu arbeiten oder brauchen wir eine Art Ehrenwort, das Sie unterzeichnen, das Sie selber gedacht haben? Oder müssen wir, was müssen wir tun? Das beschäftigt eigentlich die gesamte Kollegenschaft, weil diese AI, die betrifft nicht nur den Umgang mit der Sprache. Sie können sich damit Programme schreiben lassen, genauso wie Sie sich einen Bewerbungsbrief schreiben lassen können, genauso wie Sie sich eine Seminararbeit zu einem spezifischen Thema schreiben lassen können. Und was da geschrieben wird, generiert oder programmiert wird, ist nicht blöd. Ja? Es ist aber auch nicht richtig, so wie es ist. Es ist wirklich so, wie wenn wir auf der Ebene von unserem Alltagsverstand performativ sind. In vielen Dingen treffen wir es genau hin, wir sind schnell dabei, wir können ganz viel mittransportieren, was quasi soziale Wärme verkörpert. Aber in vielen Dingen gehen wir auch einfach schlicht falsch. Ja? Und das ist das Gleiche hier. Dieser Lex Friedman hat also eine kurze Rede gehalten, am Anfang jetzt, um die Drastik, wie er das sieht, vorzustellen. Das sind ungefähr 7 Minuten. Die würde ich Ihnen jetzt gerne vorspielen, bevor wir nachher zur Vorlesung kommen. We have been a misunderstood and badly mocked org for a long time. Like when we started, we like announced the org at the end of 2015 and said we were going to work on AGI. Like people thought we were batshit insane. AGI, das ist ein wichtiger Begriff, das heißt Artificial General Intelligence. Und das ist, dort steckt die ganze Brisanz der Architektonik drin. Wie kann etwas, was generell ist, was allgemein ist, intelligent sein und künstlich sein und vereinheitlicht sein? Ja? Die sprechen nicht, also diese künstliche Intelligenz, die macht eine Art Uniformierung im Moment. Das ist der Begriff General Artificial Intelligence. Shit insane. Yeah. You know, like I remember at the time a eminent AI scientist at a large industrial AI lab was like DMing individual reporters being like, you know, these people aren't very good and it's ridiculous to talk about AGI and I can't believe you're giving them time of day. And it's like, that was the level of like pettiness and rancor in the field at a new group of people saying we're going to try to build AGI. So OpenAI and DeepMind was a small collection of folks who were brave enough to talk about AGI in the face of mockery. We don't get mocked as much now. Don't get mocked as much now. Jetzt kommt der Part, right? The following is a conversation with Sam Altman, CEO of OpenAI, the company behind GPT-4, ChatGPT, DALL-E, Codex, and many other AI technologies, which both individually and together constitute some of the greatest breakthroughs in the history of artificial intelligence, computing, and humanity in general. Please allow me to say a few words about the possibilities and the dangers of AI in this current moment in the history of human civilization. I believe it is a critical moment. We stand on the precipice of fundamental societal transformation, where soon, nobody knows when, but many, including me, believe it's within our lifetime, the collective intelligence of the human species begins to pale in comparison by many orders of magnitude to the general superintelligence in the AI systems we build and deploy at scale. This is both exciting and terrifying. It is exciting because of the innumerable applications we know and don't yet know that will empower humans to create, to flourish, to escape the widespread poverty and suffering that exists in the world today, and to succeed in that old, all too human pursuit of happiness. It is terrifying because of the power that superintelligent AGI wields to destroy human civilization, intentionally or unintentionally. The power to suffocate the human spirit in the totalitarian way of George Orwell's 1984, or the pleasure-fueled mass hysteria of Brave New World, where, as Huxley saw it, people come to love their oppression, to adore the technologies that undo their capacities to think. That is why these conversations with the leaders, engineers, and philosophers, both optimists and cynics, is important now. These are not merely technical conversations about AI. These are conversations about power,
about companies, institutions, and political systems that deploy, check, and balance this power, about distributed economic systems that incentivize the safety and human alignment of this power, about the psychology of the engineers and leaders that deploy AGI, and about the history of human nature, our capacity for good and evil at scale. I'm deeply honored to have gotten to know and to have spoken with on and off the mic with many folks who now work at OpenAI. So das ist episch, ja? Es ist titanisch. Es ist auf dem ersten, aufs erste Gehör nicht provoziert, dass es eigentlich sofort abzunehmen. Ja, was geht da vor? Und ich habe die Blogs auch tatsächlich lange nicht ich habe mich nie gehört. Ich habe nicht gehört, wie die das machen. Aber wenn Sie auf den YouTube von Ihnen gehen, in der Beschreibung, dann sehen Sie, dass er das ernst meint. Er redet einfach wirklich explizit davon, dass es jetzt mit dieser neuen sogenannten künstlichen Intelligenz um Dinge geht, die wir nicht mehr gewohnt sind, zusammenzubringen. Das sind Religionsthemen, das ist Liebe, das ist Respekt, das ist Wissen, das ist Können, das ist Politik, das ist die Natur des Menschen. Es sind alle großen philosophischen Themen, die wieder zusammen auf einen Tisch kommen. Und ich selber, deswegen heißt die Architekturtheorie auch Architekturtheorie und Technikphilosophie. Ich komme aus dem Hintergrund eigentlich dieser Entwicklung, das zu begleiten, was das heißt. So bin ich aus der Medienwissenschaft zur Architektur gekommen, weil in der Architektur das architektonische Denken in vielerlei Hinsicht wirklich selbstverständlich ist, aber damit auch implizit bleibt, also nicht wirklich adressiert. Und die Vorlesung, als ich berufen worden bin hier, die Vorlesung in Architekturtheorie zu machen, war für mich von Anfang an die Herausforderung, dieses architektonische Denken wieder an die jüngeren Generationen zu vermitteln. Deswegen geht es darum, was macht ein Instrument aus gegenüber einem Werkzeug? Was bedeutet die Tradition von einer Enzyklopädie gegenüber von Handbüchern, ja, Traktaten? Wie entstehen Institutionen? In welchem politischen Feld ist ein Architekt tätig? Ja, der hat zwar einen Bauherrn, aber es ist eminent politisch, was Architekten tun. Es ist in gewisser Weise auch, spielt es auch Zeitskalen, die ein individuelles Leben überschreiten. Sehr, sehr weit in vielen Fällen, in anderen Fällen einige Generationen oder so. Und es ist so, dass in der Architektur gibt es eigentlich kein Originales. Ja? Also es ist nicht so, dass man Häuser finden kann, so wie wir eine Esche im Wald finden, bevor wir sie durchqueren lernen und beschreiben lernen als Esche. Ein Haus in dieser Weise gibt es nicht, sondern das hat wirklich mit der Konstitution von Gesellschaft, mit der Verfassung zu tun. Und die Architektur ist ein Diskurs seit über 2000 Jahren, der genau in diese Dinge kreist. Und das für mich so Schöne ist, dass es ein Diskurs ist, der eine Eigenständigkeit hat, der die parallel gegangen ist. Fast alle die Disziplinen, die wir heute kennen, haben sich aus der Philosophie, aus der Naturphilosophie oder aus der Theologie heraus entwickelt. Die Architektur hat seit über 2000 Jahren eine eigene Texttradition, also mit einem eigenen Kanon. Und Kanon heißt nicht nur Oppression, Herrschaftsinstrumente in Bezug zum Denken, sondern dieser Kanon sicher ein Nicht-Vereinnehmen können vom Generalisten-Selbstverständnis von Architekten. Und darum geht die Vorlesung, die erste Vorlesung, es sind ja zwei in dem Feld, die Sie an unserer Fakultät hier besuchen müssen im Bachelorstudium. Die erste Vorlesung geht um diese Wissenstradition. Es geht um diese Grundverständnisse, um diese Art, um diesen Wortschatz. Und es geht darum, diesen Wortschatz Ihnen etwas entfremdet zu zeigen. Also nicht so, wie das heute in einem Wörterbuch für Sie direkt erschließbar ist, sondern dass Sie zu all diesen Worten ein Spektrum bekommen und dass das Gefühl sich irgendwie setzen kann, dass diese Dinge nicht klar sind, im Kern nicht klar sind. Und dass die Weise, wie wir darüber reden, wie wir damit arbeiten und denken, eminent politisch ist, sozialpolitisch ist. Und auch mit Wertefragen zu tun hat, das geht gar nicht anders. Und ob man die Werte jetzt in Richtung von Religion oder von Moral oder von
Social Policing oder was es alles für Ausgestaltungen gibt, ist sekundär. Ja, im Kern sind die Dinge, es ist nicht gesetzt. Es gibt nicht einfach eine Institution, wenn die nur transparent reden würde, dann wüssten sie alle genau, was sie wissen müssen. So, dann geht die erste Vorlesung, also die, die jetzt in diesem Semester gelesen wird. Und die zweite Vorlesung dann, die baut darauf auf und betrachtet gegenwärtige Architekten, die geschrieben haben. Viele Architekten schreiben ja nicht selber Bücher, aber sehr, sehr viele tun es. Und die schreiben Bücher, die immer eine ganz klare rhetorische Geste verkörpern. Ich nenne das rhetorische Geste. Man könnte, also in der Philosophie spricht man immer ein bisschen abschätzig davon, dass das Marketing-Texte wären. Das sind sie in vielerlei Hinsicht, aber die müssen das auch sein. Das ist deswegen nicht weniger durchdacht und nicht weniger verantwortet, als wenn jemand in einem Fachdiskurs immer kleine Schritte in einem vorgezeichneten Feld macht. Architekten, die Bücher schreiben, denken die Welt als Ganzes. Das ist der Bezug zu diesem metaphysischen Hintergrund. Und in meinen Vorlesungen, deswegen bin ich auch berufen worden, viele werden das nicht mögen, aber ich bin nun mal hier. Das ist mein Zugang zur Architekturtheorie. Und es ist eine, der in den letzten Jahren wieder vermehrt aufgegriffen wird an anderen Institutionen auch. Ich will Ihnen vielleicht ganz kurz eine Buchreihe zeigen, wo es darum geht. Ebenfalls, die wird von Jörg Leiter herausgegeben. Der ist mein Kollege in Berlin an der Technischen Universität. Er hat eine Buchreihe gestartet, Architektur und Philosophie. Und in dieser Buchreihe sind lauter Texte, die es sich wieder zumuten, dass man in der Theorie, in der Architektur sowohl Wissenschaft wie Kunst, sowohl Moral wie das Schöne, wie Ästhetik, wie Dekorum, sowohl die ganze Welt wie meine kleine Region, ja, wo ich gerade Ambitionen habe, alle diese unterschiedlichen Skalen zusammenbringen. Das Schlusswort von ihm hier war ja drastisch, good and evil at scale. Aber darum geht's. Was eine Skala heißt, was es heißt, die Dinge in eine Proportionierung zu bringen, die adäquat ist, nicht wahr, ja? Weil die Dinge, die rational sind, lassen sich immer in vielfacher Weise modellieren. Es gibt immer Modelle, die in Competition miteinander sind und es gibt nirgendwo wirklich den Bereich, wo etwas Grundlegendes völlig klar ist und dann alles schön linear drauf aufbaut. Das war ein Ideal der Aufklärung der letzten 200 Jahre und die Artificial Intelligence jetzt ist nur eigentlich das letzte Glied, was diese Vorstellung an Absurdum bringt. Ja, diese Art von Fortschritt kennen wir nicht. Aber dennoch würden viele von uns zumindest nicht so einfach sagen, dass Wissenschaft nichts mit Fortschritt zu tun hätte. Ja, also die Lebensbedingungen haben sich ja drastisch gerechter entwickelt, als das vorher der Fall war. Das heißt bei weitem nicht, dass sie heute gerecht sind, ja, oder so, wie sie sein könnten. Aber wenn man das vergleicht, also, Sie können das durch Ihre eigenen Geschichten durchspielen. In meiner Generation, meine Großmutter konnte noch nicht zur Schule gehen, weil sie ein uniliches Kind war in einer Bauernlegung. Das sind nur zwei Generationen. Heute sind in Österreich fast 50, es sind, glaube ich, 42% von einer Generation, die ein Hochschulstudium absolvieren. Und das ist unglaublich. Ja. In Großbritannien hat mir gerade jetzt im Sommer ein Kollege aus Oxford erzählt, dass als er studiert hat, und der wird jetzt dann bald pensioniert, da sind von der Bevölkerung in Großbritannien gerade mal 4% an eine Hochschule gegangen. Mittlerweile sind es auch in Großbritannien an die 50%. Sie können sich vorstellen, was das alles verändert. Also die Rolle von Bildung, ja, hat sich enorm verändert und ich will jetzt gar nicht so weit abschweifen. Was ich sagen will, ist, diese Buchreihe, wir können Sie folgen, wenn Sie nicht primär interessiert sind an den journalistischen Beiträgen, die irgendwie Gesprächsstoff schaffen bei Partys und so. Die sind auch wichtig. Das sehen Sie in der Gegenwartsarchitektur. Das müssen Sie auch kennen. Das ist das Alltägliche. Aber das ist nicht das, was Ihnen jemand an einer Uni vermitteln muss. Ja, darin lebt man ja. Darüber findet man Freunde, Partner, kriegt man Projekte, findet raus, wo man sich schlau macht über die Dinge. Das ist Ihr Alltag. Da brauchen Sie, bin ich der Meinung, keine Vorlesung, die Ihnen da den Weg leitet. Aber was an einer Universität trotzdem eben wichtig ist, ist ein Verhältnis zu dieser Geschichte zu bekommen, von dem Beruf, den Sie ja alle lernen wollen und dann auch sich ein Leben machen wollen.
So, unser Fachbereich, also der diese Vorlesung beantwortet, ist, wie gesagt, Architekturtheorie und Technikphilosophie. Das ist unsere Webseite. Sie sehen hier etwas sehr Symbolisches, was auch für die Vorlesungen gilt. Ich lehne ab, in Hierarchien die Sachen zu ordnen. Ja? Etwas vom Schönsten, was der Computer bringt, ist, dass wir Objekte haben können, die als Objekte neben Objekten stehen. Und wir brauchen keinen absoluten Raumbegriff und wir brauchen keinen absoluten Zeitbegriff. Was wir hier tun, ist einfach Posts machen über alles, was wir tun. Also über unsere Interessen, über die Bücher, über die Kurse, über Vorträge. Und Sie können über eine große Cloud an Keywords, die wir immer kuratieren, Dinge suchen, die dann miteinander in Verbindung stehen und so. Ich würde mir gerne vorstellen, dass das ein schöner Einstieg in diese Art von theoretischem Denken in der in und um die Architektur bieten kann. Das will ich Ihnen empfehlen. Dann zur Vorlesung selber. Wegweisend war immer so wie eine Technik. Ja? Wenn Sie eine Technik können, dann können Sie vergessen, was Sie gelernt haben. Das ist großartig. Ja? Also wenn Sie sich vorstellen, was es bedeutet, das ist schwer für uns einzufügen, aber wenn Sie sich noch erinnern, zu erinnern, zu suchen, was es heißt, schreiben und lesen zu lernen, das ist fürchterlich, 2 Jahre lang, wo man die Buchstaben schreiben muss, wo man das lernen, aber wenn Sie es haben, alles vergessen und Ihr Brain, Ihr Denken funktioniert in einer Weise, die nicht vorstellbar ist für jemanden, der es nicht kann. Ähnlich mit dem Schwimmen lernen, ja. Oder mit dem Fahrradfahren lernen, oder mit der Handhabe von Werkzeugen. Also gute Handwerker, das ist ein Tanz, zu schauen, wie die Werkzeuge führen können. Das ist alles nicht bewusst gewusst, sondern verinnerlicht. Es ist gelernt, es geht um ein Können. Und um ein solches Können geht es eben nicht nur mit den physischen Dingen, die wir mit Craft, also mit Handwerk oder so verbinden, sondern das Denken ist genauso handwerklich in vielerlei Hinsicht. Und diese Handwerklichkeit können Sie aus dem großen historischen, aus der großen Zeit lernen. Und das heißt, dass der Begriff von Theorie, so wie er diese Vorlesungen kennzeichnet, Theorie ist etwas, was man nicht sieht. Ja, so ein bisschen ein kryptischer Spruch, der aber unglaublich präzise ist, weil nämlich Theorie im eigentlichen Wortsinn heißt etwas anschauen. Ja. Theorie heißt etwas anschauen. Aber das ist so, wie wenn ich die Brille, ich vergesse zum Glück 99% vom Tag, dass ich eine Brille anhabe. Aber damit kann ich anschauen. Das heißt, Theorie ist wie ein optisches Instrument, wenn es funktioniert, also wenn es Ihnen Klarheit zeigt, vergessen Sie notwendigerweise, dass die Theorie das macht. Ja? Und um eine solche Transparenz geht es mit dem Codieren, mit der sogenannten Computability. Ja. Das war, ich bin da bei weitem nicht die Einzige oder Erste, die das so sieht. Das hier ist ein Statement von Hans Blumenberg, der war ein deutscher, sehr interessanter Philosoph, der sich um diese Veränderungen in Wissenschaft und so viele Gedanken gemacht hat. Aber es hat eine Art, es bringt eine, also das zuzugestehen, bringt eine Art Kränkung mit sich, weil es nämlich heißt, dass das, was für mich selbstverständlich ist, wo ich nicht erstaunt bin, wo ich Vertrauen habe, weil ich es schon so oft gehört habe, das ist deswegen in keiner Weise wahrer als Meinungen, Vorstellungen, die Ihnen vielleicht ganz neu sind. Ja, und diese Konflikte, die erleben wir gerade zum Beispiel im Verhältnis zwischen Quantenphysik und klassischer Physik. Also plötzlich ist da ein Vakuum, plötzlich reden alle wieder vom Kosmos, von der Astrologie, von der Größe des Universums, vom Alter des Universums. Das sind Dinge, die wir nicht so alltäglich, also da haben wir nicht so alltäglich Meinungen dazu. Aber die kommen jetzt plötzlich, wenn man versucht, die heutige Technik zu verstehen, wenn man versucht zu verstehen, wie optische Fibercables funktionieren, die das Internet möglich machen, ja, die unter den Ozeanen verlegt sind. Das ist verrückt. Das heißt, so, das sind kosmische, metaphysische
Worte, die man gebrauchen kann, ohne zu verstehen, was die dann heißen. Ja? Aber optische Kabel heißt, das sind optische, also es geht ums Sehen. Das Licht transportiert die Signale, die den elektrischen Strom, genauso wie ihre Stimme, wenn sie jemanden in China anrufen und real-time reden können. Das geht durchs Licht. Ja? Also die Quantenphysik heißt, alles, was wir heute im Computer behandeln, wird im Licht übersetzt und das Licht wieder zurück in die stoffliche Konkretheit übersetzt. Das ist nicht so viel anders, als wie die Mittelalterphilosophen von Intelligenz, von Licht, von Wissen, von Insight. Die ganzen Wortspiele werden plötzlich wieder sehr, sehr direkt. Und was damit zusammengeht, ist, und das finde ich eben sehr, sehr schön, dass es uns wieder zeigt, die Dinge sind offen. Und es spielt eine Rolle, was wir denken, was uns interessiert, was wir für Entscheidungen fällen, hat wieder Gewicht. Weil es heißt, wir, ja, Dinge sind Licht und im Licht kann es zirkulieren. Ja, das heißt, andere können es nicht. Das heißt, es kann eine Art Anziehungskraft entwickeln. Es kann von Bedeutung werden, selbst wenn ganz viel Zensur und so weiter versucht dagegen zu gehen. Das ist der Hintergrund, vor dem ich Ihnen diesen Begriff des Kanons, Atramum, etwas näher bringen wollen, näher bringen möchte. Kanon, so wie ich das gelernt habe, war eine Art Liste von Büchern, von denen autoritäre Personen gesagt haben, das ist das Beste, was die Menschheit hat. Ja, da ist immer Goethe dabei in der Literatur, in der Architektur ist sicher immer Alberti dabei, Palladio, Vitruv und so weiter. Das ist eine Art Liste von Texten, wo man gesagt hat, die sind wichtiger als alle anderen. Und das war auch die demokratische, diese Emanzipationsbewegung, die die Generationen um die 60er, 70er Jahre so begeistert hat, dass man gesagt hat, was jetzt wirklich wichtig ist, kann nicht von irgendwelchen wenigen Experten festgestellt werden, sondern es gibt eine allgemeine Offenheit und ein Interesse für die großen Geistesthemen von Leuten, die wie du und ich ganz normal leben. Das war Pop. Das war auch in der Musik so. Ja? Popmusik, die eine völlig andere Präsenz von Musik etabliert hat, als dass die klassische Musik vorher, die ja für viele Menschen immer noch ausschließend ist, weil sie es nicht gelernt haben zu hören. Ja, ich zum Beispiel die Musik bin ich vollkommen illiterate, habe ich arbeiten lernen. Aber man kann es schlecht nachholen, wenn man es nicht als Kind mitgekriegt hat. Aber es gibt vieles anderes, was man kann. Das heißt, der Begriff von Kanon wirklich wieder nicht mit Stil, also nicht mit einer Art Ausweis. Ja? Also ich will mich mit einer Bewegung identifizieren oder mit bestimmten Werten identifizieren, so wie wir unsere Kleider gestalten oder so wie wir gerne bestimmte Möbel haben und so. Also nicht über Stil, nicht über Ästhetik, sondern über die Mathematik denken. Und Mathematik jetzt verändert damit auch ihren Status. Ja, das ist eigentlich, was in diesen künstlichen Intelligenz, in diesen digitalen Entwicklungen steckt, ist, die Mathematik ist und ist gleichzeitig nicht wahr. Ja? Es gibt verschiedene Modelle, mathematische Modelle von allen Dingen, die sich durchaus widersprechen können, aber beide stimmen. Das heißt, es ist nicht mehr erschöpfend, was die Mathematik rational beschreiben kann. Und dieses Verhältnis stand am Anfang von Architekturtheorie. Darüber ging bei Vitruv die ganze Lehre zwischen der Harmonik und der Geometrie und der Arithmetik. Darum ging es bei Platon schon und so weiter. Also Mathematik ist nicht eines, sondern ist wie eine Art Sprache. Wenn Sie einfach nur eine Sprache lernen, können Sie auch nicht unmittelbar richtig sprechen. Ja, und mit dem mathematischen Denken ist es eben ähnlich. Und der Kanon verkörpert eine Art und Weise, wie man auf adäquate Form dieses Wissen vermitteln kann. Das ist der Hintergrund. Es gibt ein jüngstes Buch von einem Kollegen an der Harvard Graduate School of Design, Andrew Witt. Das hier ist er, Sie können ihn nachschlagen. Er leitet, ich weiß gar nicht, Director of the Master in Design Engineering. Er hat dieses Buch geschrieben, Formulations,
wo es ums Verhältnis von Mathematik und Architektur geht, nicht im Sinn von Effektivität, Performance, quasi Funktionalismus, sondern wie die Mathematik die gesamte Ästhetik des Denkens der Architekten durch die Jahrhunderte beeinflusst hat. Und das geht sehr weit. Also er hat, sein Zugang war zu schauen, was hatten die alles für Archive? Ja, also die Architekten, die geschrieben haben, was haben die gesammelt? Und über das, was die gesammelt haben, da haben wir viel bewahrt durch die sorgfältige historische Forschung, das, was die gesammelt haben, zeigt, was die erzählt hat. Und dann ist es in gewisser Weise spekulativ, aber auch sehr gut begründet, wenn man dann einen bestimmten Entwurf in den Zusammenhang stellt mit den Dingen, die die fasziniert haben. Also wenn die zum Beispiel, aber gut, wenn wir Zeit haben, kann ich Ihnen das genauer zeigen, und sonst finden Sie das Buch leicht im Netz oder bestellen Sie es. Es ist sehr einfach und direkt geschrieben. Ich habe ein Zitat herausgegriffen, wo er sich eigentlich die gleichen Fragen stellt. Ja, er fragt, why should we be held down by the frozen concepts of our ancestors? Any fool with a little smattering of descriptive geometry can design a house in the ordinary way. Is the static geometry of Euclid the only mathematics? Are we to completely disregard the Picard-Vaisseau theory? How about modular systems, to say nothing of the rich suggestions of stereochemistry? Isn't there a place in architecture for transformation, for homomorphology, for actional structures? Das sind Fragen, die eigentlich auf die gleiche, auf eine andere Weise vom gleichen sprechen, wie was ich versucht habe, Ihnen zu sagen. Also wenn ein Architekt tatsächlich in Kristalle verliebt war und sich die Chemie angeeignet hat, dann hat er nicht die Ambition, Chemiker zu werden. Aber es gehört zu diesem Generalistenverständnis, dass man manchmal in bestimmten Feldern State-of-the-Art-Entwicklungen ein Sensorium dafür kriegen will. Ja, also was begeistert die Leute in der Chemie heute und was kann ich damit in der Architektur tun? Oder was begeistert die Leute ja, in beliebigen Gebieten? Und das ist dann sehr unterschiedlich in den Vorlieben und gibt aber eine Art Diagramm, vielleicht könnte man sagen, oder eine Art Durchsichtigkeit durch das, was man in der Moderne einen Zeitgeist genannt hat oder so. Und das Schöne ist, dass dieser Zeitgeist kein Durchschnitt geben muss. Also genau keinen Durchschnitt geben muss. Wenn Sie allerdings das Gleiche, also alle diese Fragen, auch das Buch, Sie können das in den ChatGPT füttern, Sie können sagen, worum geht es in Kapitel 3, wie ist das Verhältnis zwischen der Chemie, der Stereochemie da und diesem Architekten hier offensichtlich davon. Sie kriegen sofort elaborierte Antworten, zum Teil falsch, zum großen Teil ziemlich plausibel, aber das sind alles Durchschnittsantworten. Das sind alles Antworten, die aus den Stimmen der vielen einen Common Sense extrahieren. Und das ist der Hintergrund, vor dem ich wirklich denke, dass wir das mit der Mathematik anders angehen müssen. Die Mathematik ist das Einzige, was uns einen Freiraum bieten kann, in diesem Common Sense nicht vollkommen unterzugehen. Also darin zu schwimmen und keine Distanz mehr nehmen zu können von den Dingen. Und zwar, weil dieser Satz vorher, dass die Theorie immer unsichtbar ist, das gilt nur für all die, die nicht mathematisch denken. Für all die, die mathematisch denken, ist Theorie sehr wohl sichtbar. Weil man nämlich danach fragt, wie ist das Paradigma? Welche sind die Voraussetzungen? Wie sind die Konstellationen der grundlegenden Dinge? Wie sind die gefasst von den Leuten? Das heißt, man bringt dieses optische Instrument, was gut funktioniert, wenn wir es transparent behandeln, man bringt das in den Vordergrund. Das kann man tun mit mathematischem Denken. Und dieses Buch ist ein wirklich schönes Beispiel. Eigenartigerweise, und das muss ich auch sagen, weil ich da nicht verstehe, wie er das meint. Er sagt, die Mathematik konnte diese Rolle für die Architektur nur spielen bis zum Computer. Und mit dem Computer geht diese Rolle der Mathematik verschwunden. Und das verstehe ich schlicht und einfach nicht, wie er es meint. Er war im Sommer bei uns an der Konferenz. Wir haben eine Konferenz gemacht zum Thema Vergessen, also Kunst und Ästhetik, vor dem Hintergrund von dieser Verkörperlichung und dem Aneignen. Und er war einer der Gastreferenten. Und er hat selber gesagt, er wisse eigentlich auch nicht genau, was er damit meint.
Ja, aber das ist der Common Sense. Also wenn die Leute wie Mario Carbo, der in Bartlett, mein Fachvertreter, Architekt, und ja jetzt neu, glaube ich, sogar auch in Wien an der Angewandten, der schreibt auch viel über Digitalisierung und der würde das sofort sagen. Der würde sofort sagen, der Computer ist die Emanzipation, endlich brauchen wir die Mathematik nicht mehr, weil es alles in der Software drin ist. Also sie können die Bürde dieses klaren Denkens, der brauchen sie sich nicht mehr auszusetzen. Und es gibt viele, die so argumentieren, diese Vorlesung hier gehört nicht dazu. Also ich mache genau das Gegenteil. Und zwar bewusst. Wie spät haben wir denn? 48. Dann nehme ich mir vielleicht dafür noch kurz Zeit. Das ist ein Text von einem koreanisch-deutschen Philosophen, der an der Universität der Künste in Berlin lehrt und sehr schlaue Dinge schreibt. Es ist eher ein bisschen mystisch, es ist recht, sehr poetisch, aber es geht eigentlich hin darum, du ärgerst nicht, er beschwört nicht, er sagt nicht, unsere Herzen wären wohler, wenn wir wieder Rituale hätten, ja, gegen die Technik und gegen die Protokolle. Es ist in keiner Weise romantisch, sondern er spricht davon, dass das, was uns eigentlich Geborgenheit gibt, das, was ein Haus ist, immer durch Rituale konstituiert werden. Und diese Rituale werden eben plötzlich schwer abgrenzbar von rationalen Modellen, wenn es immer einen Pluralismus von den rationalen Modellen gibt. Das heißt, Rituale sind nicht mehr direkt mit Religion verbunden, sondern haben etwas mit Weltbild zu tun, haben etwas mit Wertesystemen zu tun. Und er hat ein sehr schönes Buch geschrieben, was den Begriff wieder ein bisschen auflockert in diese Richtung. Er sagt, Rituale sind symbolische Handlungen. Sie repräsentieren die Werte, die eine Gemeinschaft tragen. Sie bringen die Gemeinschaft ohne Kommunikation hervor. Ja, und dieses ohne Kommunikation ist diese Transparenz. Also die Weise, die Optik, die ihnen das Weltbild gibt, wird umso stärkender für sie, je weniger sie darüber sprechen. Davon geht das Buch dann um den Zusammenhang mit der Digitalität. Und was, so hier sagt er, also die Rituale markieren im vorliegenden Essay keinen Sehnsuchtsort, sie dienen vielmehr als eine Kontrastfolie, von der sich unsere Gegenwart schärfer konturiert. Ohne Nostalgie wird eine Genealogie ihres Verschwindens skizziert, die jedoch nicht als Emanzipationsgeschichte interpretiert wird. An ihr entlang werden sich die Pathologien der Gegenwart abzeichnen, vor allen Dingen die Erosion der Gemeinschaft. Es wird dabei über andere Lebensformen nachgedacht, die in der Lage wären, die Gesellschaft in ihrem kollektiven Narzissmus zu befreien. Das ist eigentlich, was ihn beschäftigt. Ja, wenn wir durch die enorme technische Macht, die jeder von uns hat mittlerweile, mit den Küchengeräten, mit dem Alltagsplan. Also wir wachsen auf mit dem Gefühl, wir kontrollieren sehr, sehr viel von unserem Leben. Das war für die Generation meiner Großmutter absurd. Ja, da war das Wetter wichtig, dann war wichtig, also das war, man war nicht selber in Kontrolle. Dieser Fortschritt heißt, für uns ist es klar, dass wir in Kontrolle sind. Und damit ist aber eine Kehrseite, die dann kommt, die eben eher als kollektiven Narzissmus, also als eine Art Selbstbezogenheit und Einkapselung beschreibt, wo gemeinschaftliche Werte verloren gehen. Ich glaube, es gibt viele Stimmen heute, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen davon sprechen. Und es gibt eben einen Bezug zwischen diesem mathematischen Kanon und den Ritualen. Das sind so wie zwei Extrempunkte, so wie schwarz und weiß oder so. Und dazwischen tut sich die Farbigkeit auf, ja, von einer Art werteschaffenden, wertestiftenden, sinnstiftenden Theoriearbeit, die durchaus universitär ist, im Sinn von, sie hat eine bestimmte Objektivität und sie hat einen bestimmten Geltungsanspruch. Und dieser Geltungsanspruch lebt unter anderem davon, dass sie sich über viele Zeit bewährt. Ja? Und dass man bei diesen kanonischen Dingen
jetzt nicht lernen muss, was haben die damit genau, also doch, man soll lernen, was haben die gemeint, aber nicht, um es heute nachzuplappern, sondern um zu denken, wie kann ich jetzt ein optisches Instrument schaffen, was für die heutige Zeit adäquat gleich viel kann, wie diese optischen Instrumente, die Alberti zum Beispiel gemacht hat. Ja? Historiker heute sagen oft, ah, Alberti ist heute vollkommen im Computer aufgegangen. Alles, wofür er wichtig ist, brauchen wir heute nicht mehr erinnern, weil es der Computer kann. Aber das verrückt Spannende bei Alberti ist, wie zum Himmelswillen ist er dazu gekommen, das zu erfinden. Ja, also wie können wir heute, wo in diesem Common Sense diese Flut, die da kommt mit diesem Artificial General Intellect, mit diesem Einschwingen, mit dieser Homogenisierung der Dinge, wie können wir darin erfinderisch denken? Genau das war Albertis Problem. Wenn Sie seine Texte lesen, nicht unter stilistischer Hinsicht, sondern was hat ihn beschäftigt, was findet er wichtig, dann kriegen Sie Anleitung dazu, wie Sie in diesem Common Sense heute für sich selber Distanz finden können und solche theoretischen Instrumente schaffen. Und das ist nicht nur bei Alberti so, das ist etwas ganz Spezifisches für die Traktatstradition. Also die Traktatstradition ist ja gewisserweise immer schon, viele würden sagen, opportunistisch. Ja? Da gibt es meistens Bauherren, die finanzieren es, dann gibt es politische Situationen, wo ein Architekt geschickt sein muss, wenn er tatsächlich Projekte machen können will. Da ist wirklich eine konstituierende Dimension des Marketings nicht dabei. Aber das ist genau richtig so. Ja? Wenn Sie überlegen, ich bin immer noch schockiert auf den Apple Stores. Ich weiß nicht, ob Sie das beobachtet haben, aber das war auch, als ich studiert habe, war Apple noch die coole, nicht supermächtige zweite Linie des Personal Computers. Ja? Wie gesagt, für Designer, für ästhetische Dinge. Apple war cool und es war meine und es war klein. Und jetzt ist das ja, das sind ja die Kirchen, diese Apple Stores. Da ist eine rituelle Stille, die einen erwartet, eine vollkommen durchprotokollierte Ablauf, wo man empfangen will, wo man platziert wird, wie lange man warten muss, wie man es tun muss. Und die Leute lieben es. Ja? Also wir haben dieses Drastische in den Reden, wie ich am Anfang Ihnen gezeigt habe, aber diese Nähe zu religiös, diese Sehnsüchte zu Sinnstiftenden und so, ich glaube, die erleben fast alle von uns. Das gehört zu unserer Zeit und es ist brandgefährlich. Ja, also sagt jemand wie ich, der die Philosophie liegt, die kann, wenn die Philosophie eine Berechtigung hat, ist es, um in solchen Hitzewellen kühle Köpfe bewahren zu können. Deswegen darf die Philosophie auch nie Politiker direkt beraten oder sich realisieren lassen oder so, sondern die Philosophie bleibt mit einem Bein drin und mit einem Bein draus. Und sie hilft in solchen Akkumulationen, in solchen Beschleunigungen, ein bisschen frischen Wind, kühle Luft, ja, einen Schritt zurück finden zu können. So zumindest ist mein Verständnis. Und das ist auch eine Art Conspiracy, könnte man fast sagen, zwischen der Architektonik und der Philosophie. Gut. Jetzt die Vorlesung selber. Ich habe gesagt, es geht nicht darum, Kanon in Bezug zu Stil zu lesen. Davon werden Sie bestimmt in der Architekturgeschichts- und Kunst- und Architekturgeschichtsvorlesung auf den Stand gebracht, wie man das heute tut, was die Kriterien sind. Ich will das ganz bestimmt nicht so tun, sondern nicht die ästhetische Wahrnehmung von uns als Individuen subjektiv ins Zentrum stellen, sondern die Faktizität und Objektivität von Dingen, ja, also einen objektbezogenen Standpunkt. Und diese Objekte sind eben das, was die Mathematik ins Spiel bringt. Die Vorlesung, ups, ja, das ist jetzt blöd. Die Vorlesung selber habe ich hier, gut, nein. So passiert das. Sie besteht aus 10, eigentlich sind 11 Einheiten. Das erste Thema geht es um das Verhältnis von Hopp und Kanon.
Das Bild, mit dem ich damit arbeite, ist eines, woher der Begriff Kanon eigentlich kommt. Das ist aus der Skulptur, aus der Plastik. Kanon wurde dann plötzlich tragend, als die Skulptur angefangen hat, ungleiche Gewichte auf beide Beine zu verteilen. Damit wurde es unglaublich viel schwieriger, einen Körper adäquat zu proportionieren. Und damit, um das weitergeben zu können, musste man mathematisch beschreiben, wie die Symmetrieverhältnisse sind. Und das war der erste Kanon jetzt in der Architektur, der so geheißen hat. Ich habe jetzt vergessen, welcher, aber in der Vorlesung ist das drin. Ja, aber es geht, worum es mir geht, ist dieser Kontrapost. Also in der Gegenwart sein, nicht einfach sagen, da die Leute von Silicon Valley, die spinnen ja sowieso, lasst uns alles tun wie immer schon. Ich glaube wirklich nicht, dass wir uns diesen Luxus leisten können heute, besonders nicht an Universitäten. Aber auch nicht sich dem völlig hingeben, ja, und irgendwie neue Welt und Titan werden wollen, indem man Spokesperson von irgendeinem Dogma ist. Also die Kontrapost zelebrieren in einer Art Denkkörper. Das ist die Vorstellung, die ich damit verbinde. Dann daraus, wie sich aus einem solchen Kanonbegriff eigentlich die erste Institutionalisierung von Wissen entwickelt hat. Das war der Kanon der Künste, also das Trivium und das Quadrivium. Es musste bis fast zur Aufklärung, mussten alle, ob die Arzt werden oder ob die Jurist werden oder Architekt werden oder seit der Renaissance dann auch Banker werden oder wie auch immer, mussten alle die gleichen sieben Disziplinen lernen. Und Disziplin heißt wie eine Sprache lernen, ja, nicht Gegenstandsgebiet semantisch abfragen, sondern verinnerlichen, so wie wir lesen und schreiben können. Und das war im Trivium die Grammatik, es war die Rhetorik und es war das Argumentieren, die Dialektik. Und dann im Quadrivium, was darauf aufbaut, sind es die zahl- und formbezogene Wissenschaften, das ist die Arithmetik, es ist die Geometrie, es ist die Harmonik, die Musik, die Kompositionslehre und es ist die Arithmetik natürlich. In diesen Feldern müssen alle, egal welchen Beruf man ausübt, wenn man gebildet ist, sich bilden lassen. Das ist der Kanon der Künste. Sie sehen die Entwicklung von diesen Vorstellungen eben dann zu diesem Artificial General Intellect. Der muss einen Körper haben, dieser künstliche allgemeine Intellekt. Aber was für ein Körper hat der? Der ist sicher sehr anthropozentrisch, aber wie genau? Bestimmt sind da Sensorien drin, die der menschliche Körper nicht hat. Ja, Farbspektrum, Infrarotbereich, das sind alle unsere technischen Extensionen, sind die Sinne für diesen Denkkörper. Was für ein Denkkörper ist das? Und wie kann man anfangen, darüber zu sprechen? Deswegen sind die Vorlesungen, ich spekuliere in den Vorlesungen nicht mit Ihnen, wie das für die Zukunft gehen kann, sondern ich will Ihnen Wortschätze geben. Lernen Sie diese Wortschätze, versuchen Sie nicht sofort zu paraphrasieren und alles bequem zu machen. Ja, wenn da Unterschiede, Differenzierungen eingeführt sind, lernen Sie die erstmal auswendig. Und es wird sich zeigen, wie das tatsächlich, was das bedeutet. Das ist wie mit der Sprache. Wenn Ihnen jemand sagt, das sind die 50 wichtigsten, wenn Sie nur die lernen, kommen Sie gut zurecht. Ja, dann sind Sie ziemlich armselig dran. Ja, und mit dieser Geistesgeschichte ist es eben ähnlich. Es sind Begrifflichkeiten, die Differenzen einführen, die heute nicht mehr sehr geläufig sind, die aber sehr wohl ihr Können haben. Dann in Bezug dazu, das ist quasi ein anderes Modell, die Enzyklopädie. Ja. Also diese Kanon der Künste ist eine Form der Institutionalisierung von Wissen und Weitergeben von Wissen, Enzyklopädie eine andere. Und Sie sehen ja, wie mit den digitalen Software-Tools, die uns jetzt so schnell gelernte Meisterschaft besprechen, das ist Kanon der Künste, Wikipedia, das ist Enzyklopädie. Also diese Formen, die erfinden sich in jeder Zeit immer wieder neu. Die sind für mich wie ein Haus, das gibt es nicht im Original, aber es gibt es. Vieles hängt davon ab und jede Generation erfindet es neu, obwohl es trotzdem sich selbst bleibt. Das ist ein Begriff, den man Invarianz nennt in der Philosophie. Dann geht es ein bisschen ins Detail, also wie verhält sich dann Vorstellungskraft und Präzision zum Beispiel in Bezug zu Wissen? Was ist Spekulation? Was meint man eigentlich mit Metaphysik? In dem, was
über oder neben der Physik steht. Und das hat viel natürlich mit dieser Optik zu tun, von der ich Ihnen in Bezug zur Theorie gesagt habe. Also man kann genauso gut sagen, dass das, was, also wenn man Theorie nicht sieht, weil ein optisches Instrument Ihnen die Klarheit verschafft. Das ist Metaphysik. Also diese Strukturen sind metaphysische Strukturen. Das, was man so genannt hat, durch die Aufklärung. Also hier geht es um dieses Verhältnis, dann geht es in zwei Vorlesungen und da bin ich wirklich nicht, da wusste ich viel zu wenig. Es ist alles nicht falsch und es gibt Ihnen das reiche Spektrum, aber ich könnte es heute viel quantierter. Und ich bin dabei, die Vorlesungen zu überarbeiten, zuerst werden sie beschriftlicht, weil die Prüfung ja so kompliziert ist für uns zu organisieren. Ja, wir sind 3 Leute am Fachbereich und Sie sind pro Jahr 400 Studenten, die Prüfung schreiben müssen und jeder von Ihnen kann 5-mal antworten. Für uns ist das fast nicht zu bewältigen. Deswegen kann ich die Vorlesung nicht einfach jedes Jahr neu halten, was ich wirklich am allerliebsten tun würde. Aber das ist der Grund, warum Sie die Aufzeichnungen haben, weil damit die Prüfung etabliert ist und ich das im Moment nicht anders organisieren kann. Aber in einem Jahr oder vielleicht in 2 wird das neu gefasst sein. Und besonders diese beiden hier, die sind ein bisschen langatmig, aber sie geben Ihnen auch viele Vorstellungen, die Sie ja vermutlich noch nicht wissen und die aber helfen, mit den anderen Sachen klarzukommen. Das ist das Augenmerk auf Optik, als objektives Sehen. Ja? Also nicht die Perspektive, wie ja jeder sagt, mein Blickpunkt wird total. Die Optik ist wie das Inverse dazu. Eine Optik können Sie teilen, eine Perspektive können Sie nie teilen. Mit der Perspektive geht es nie, also nur über Optik können Sie Perspektiven teilen. Und dann verlieren Sie aber die gelebte Erlebnisweise, die mit der Perspektive ja zusammengeht. Also mein persönlicher Blickpunkt kann nur über formale Weise geteilt werden mit anderen und der ist nie gleich umfassend wie der, den ich tatsächlich kommunizieren will. Also Perspektive und Optik, wie die zusammenspielen und wie man sich das vorgestellt hat. Und dann geht es Richtung Renaissance und langsam Moderne. Das ist eine Vorlesung auch über den Begriff, was heißt eigentlich modern? Und modern heißt ja zum ersten Mal und ganz neu. Und jetzt machen wir das aber schon seit ein paar hundert Jahren. Und wir reden jetzt heute oft von Postmoderne. Aber das ist auch kompliziert. Was soll das denn heißen, Postmodern? Darum geht es in dieser Vorlesung beispielsweise an Le Corbusier. Er war an einem Drehpunkt, um diese Fragen reichhaltig zu artikulieren. Und zwar in seinen Texten. Le Corbusier ist es auch wirklich lustig, wie er als Architekt vollkommen zweifellos verehrt ist, immer noch und die ganze Zeit. Aber als Theoretiker wurde er quasi fast ridikulisiert. Man sagt, von dem darfst du nur nicht lesen, was der geschrieben hat, weil er hat das eh nicht ernst gemeint, der hat das übermütig irgendwie Sachen gemacht und die hätten nichts mit seinen Bauern zu tun. Und ich finde das fatal, das ist nicht richtig. Diese Texte haben sehr viel mit den Bauern zu tun, aber die Weise, wie wir das, was er gebaut hat, lesen, passen dann nicht so einfach in unsere Werte heute, wenn man das ernst nimmt. Also Le Corbusier ist eine der absolut faszinierendsten. Wissen wir ja, Berti, da ist so viel und der weiß so genau Bescheid, was er tut. Eine der Größten, um davon zu lernen. Sorry? Ja? Wenn Le Corbusier weiß, was er tut, auch so inhaltlich, dass er chronisch zusammen, geht es in der Vorlesung ausnahmsweise auch mal darum, dass wir gesehen haben, zu da, oder gibt es wieder aus? Ich würde noch sagen, ein Faktor, wenn er überhaupt die Begriffe hat, und Corbusier spielt in der Vorlesung keine große Rolle. Der Begriff des Moduls, was hinter ihm, der ist ein mathematischer, der sehr viel älter ist. Die Vorlesung bespricht nicht die historischen Persönlichkeiten, weder von Architekten noch von Theoretikern noch von Philosophen. Das tut sie auch bei Corbusier nicht. Das ist nicht, wie gesagt, das Augenmerk der Vorlesung ist auf die Artefakte, auf das Können und auf das Vermitteln davon, nicht auf den sozialpolitischen Kontext. Also ich meine, bei jemandem, der so bei Genik und Holocaust und so explizit so geil findet,
ist es ja bestimmt auch irgendwo in diesem Inhalt von Moodboard als Struktur zu finden, oder? Es ist im Gesamtsetup der Vorlesung zu finden. Ich beginne jede einzelne Vorlesung mit einem Bild. Das ist ein Bild aus Sodom und Gomorra, aus dem Film von, habe ich den Namen vergessen, wie heißt der nochmal? Die kennen es bestimmt. Das ist nicht von Pasolini. Ja? Das ist einer der, wie viele wirklich ganz, ganz wichtigen Filme, weil der die Tyrannei und die Macht von Regel und Klarheit thematisiert. Das ist die Geschichte von einer Gruppe von Menschen, die sich zurückziehen in einen Ort und da miteinander leben und es degradiert völlig. Und das Bild, was ich immer zeige, ist, nachdem das Ganze kollabiert ist, die Guards, die Wächter, die eigentlich Teil waren, aber nicht Teil waren. Ja? Also die das beobachtet haben, aber nicht mitgemacht haben. Also diese Rolle dessen, der weder dazu noch nichts dazu gehört. Und die werden dann nicht verhaftet. Und was sie tun ist, die beginnen, das sind dann zwei Jungs, die anfangen miteinander zu tanzen, einen Volkstanz. Die wissen nicht, was tun nach all dem. Und über diesen Kontext thematisiere ich das sehr, sehr gut, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass dieses Intellektuelle unglaublich mächtig ist. Und ich würde auch, so beschreibe ich das auch in der Vorlesung, der Zweite Weltkrieg, vor allem der Zweite Weltkrieg, war eine Explosion an Intellektualität. Ja, also Denken hat nicht nur wieder Gewicht und Bedeutung und man kann was bewirken, sondern man kriegt auch Verantwortung, es ist gefährlich. Deswegen habe ich das vorher schon gesagt, dass mit dem Gefühl mit den Apple Stores, wo wir alle eigentlich diese Rituale uns denen wieder hingeben, die da kommen, diese Religiosität, das ist brandgefährlich. Und das Gleiche ist natürlich auch in Philosophie passiert mit abstrakten Systemen, die etwas ritualisiert sind und so weiter. Aber ich bespreche nicht, ich bin kein Historiker, ich versuche nicht, das auf einzelne Personen zu bringen. Und wir können darüber, wenn Sie den zweiten Modus machen, können wir alle diese Dinge diskutieren, aber ich würde gerne schauen, dass ich durchkomme, ja? Die nächste Vorlesung, Kopiarierung, Regeln und Stil, geht auch um Regeln. Hier geht es um das Entstehen der Malereitraktate. Wie ist da Rationalität und Regelmäßigkeit quasi kodifiziert worden, um das Können von Malerei weiterzugeben? Und was für Implikationen hat das auf die Vorstellung, was ein Bild ist, was eine Imagination ist, was eigentlich ja wieder eine Spekulation ist und so weiter, also Vorstellungskraft. Dann die achte Vorlesung, da geht es sehr direkt um einen Zeitgenossen von Palladio, Filarete hieß der. Filarete hat einen Traktat geschrieben, der eine Art Katalog genutzt hat, also nicht eine Kanon der Künste oder Enzyklopädie, sondern eine Art Verkaufskatalog von allem, was man kann, und hat ihm aber eine sehr extrem smarte literarische Form gegeben, um das Verhältnis zwischen Patron und Architekt, was ja immer eines der Macht ist. Einerseits hat der Patron das ganze Geld und kauft den Architekten, aber der Architekten kann den Patron unterjubeln, ja, was er kann. Das heißt, das ist ein Verhältnis der Listigkeit, gerade weil soziale Hierarchien damit impliziert sind. Und Filarete ist ein großartiger Traktat, um das in aller Offenheit durchzuspielen und kennenzulernen. Das ist dieser Traktat. Dann der neunte Theorienbuch, Traktat und Objekt, die Signatur des Architekten. Hier geht es eigentlich um die Bedeutung von Autorschaft. Weil in gewisser Weise, wenn man auf diesem Objekt zentral, wie sagt man, also mit dem mathematischen Denken, dann spielt man selber immer keine große Rolle. Ja, also wenn ich von etwas ein mathematisches Modell mache, dann ist das nicht mein persönlicher Blickpunkt. Es hat eine Allgemeingültigkeit, aber dennoch, und deswegen habe ich den Begriff der Signatur hingestellt, wenn es viele Modelle vom Gleichen geben kann, die nicht das Gleiche können, braucht es eine Art von Signatur. Aber diese Signatur ist nicht ich in meinem eigenen Namen und in meinem eigenen sozialen Kontext, sondern das ist eher so etwas wie die Signatur von einer Profession oder von etwas Generischem, was nicht einen selbst als Individuum betrifft. Und das hat eine lange Tradition, auch wieder in der Architekturtheorie, eigentlich thematisiert zu sein.
Wann ist man Autor von etwas? Was heißt das? Was gibt es für andere Modelle davon? Autorität, die damit zusammenhängt, Authentizität und so weiter. Das ist diese Vorlesung. Und dann die letzte, das ist ein Traktat. Es gibt wieder Traktate heute, das kommt wieder auf, dass Architekten explizit Traktate schreiben. Olciati ist einer der wenigen jetzt, die das angefangen haben. Er nennt es gleichzeitig auch ein Pamphlet. Und das, dieses Zusammenspiel ist so interessant, weil es heißt, zwischen Pamphlet und Traktat ist quasi das Kodieren nicht explizit. Also ein Pamphlet sind lose Blätter. Pamphlete waren ganz wichtig im 19. Jahrhundert und auch im 18. um soziale Bewegungen zu mobilisieren, weil das Gedanken ganz schnell in Umlauf bringen kann. Also ein Pamphlet hat etwas extrem Schnelles, hat etwas extrem Momentbezogenes, hat etwas Aufgeladenes, Aktivistisches. Und ein Traktat eigentlich genau das Gegenteil. Ein Traktat will eigentlich die Dinge durch die Zeit retten. Und Olciati bespreche ich deswegen hier als letzte dieser ersten Vorlesungsreihe und gleichzeitig als Übersetzer in die Architektur Theorie 2 Vorlesung, weil er diese Dinge so aufführt heute neu. Also sein Buch, sein Buch heißt Nicht-Referenzialität, bin ich ganz sicher. Aber das ist der Begriff, mit dem er arbeitet. Und da sind, glaube ich, 18 oder so publiziert worden. Und es ist ganz frisch. Und es ist, man kann den Text in ganz vielerlei Weisen lesen. Ich will nicht primär verstehen, was jetzt Olciati als Person wirklich uns sagen wollte, sondern für mich haben, das ist mein philosophischer Hintergrund, die Worte immer eine Autonomie. Wenn er von Metaphysik spricht, dann will ich nicht zuerst heraus seine Definition kriegen, was er meint damit, sondern dann gliedert er sich ein, ja, in eine Tradition, die größer ist als er. Und dann lese ich seine Sachen durch die Optik von diesen ganzen Begrifflichkeiten und es wird nicht weniger schön, sondern schöner dadurch. Also ich finde, ich weiß, dass viele Kollegen Olciati überhaupt nicht wertschätzen, vor allem dieses Buch nicht. Ich halte es für ein wichtiges Buch. Schon nur in der Geschichte uns. Damit sind dann viele der Themen der Vorlesungen noch einmal zusammengefasst. Und wenn Sie dem folgen, sind Sie auch gut vorbereitet, um dann in der Architekturtheorie 2 Vorlesung besser verstehen zu können, worum es einem Eisenmann geht, mit dem Ringeren zum Beispiel. Oder warum es, ich weiß nicht mehr genau, wen ich da alles bespreche. Aber also alle diese spezielleren Themen, die heute kommen, die werden reich, ja, wenn sie dieses Wissen kennen. Es geht nicht nur um das mag ich oder das mag ich nicht oder in diesem Diskurs fühle ich mich wohl oder in diesem nicht, sondern es bringt eine wertschätzende, abstrakte Auseinandersetzung mit den Dingen, die eine Autonomie der Dinge in den Vordergrund stellt. Und das heißt nicht, dass es nur diese Perspektive gibt, ja, ein bisschen auch als Response zu ihren Anliegen. Ich verstehe das. Aber es ist nicht das augenmerkte Vorlesung. Es gibt viele. Sie haben eine Soziologie-Vorlesung, Sie haben eine Geschichtsvorlesung, Sie haben eine Kunstvorlesung, Sie haben Bauvorstellung. Da geht es viel, viel mehr um die historischen Befindlichkeiten und Übersichten und so weiter. Und ich finde das absolut großartig, dass unsere Fakultät es sich leistet, so viele geisteswissenschaftliche Fächer zu haben. Das ist nicht selbstverständlich. Ich kenne ganz wenige andere Universitäten, wo Architekturtheorie und Architekturgeschichte zum Beispiel nicht getrennt, also die getrennt sind, so wie bei uns. Aber das heißt für mich auch, ich will wirklich mein Fach verbreiten. Ja. Und da ist es unter diesem Hinsicht eben genau deswegen das Fach, weil es nicht so wichtig ist, wer man selbst ist dabei. Und es gibt eine Bedeutung davon, das wieder zu erinnern, weil es bestimmte Dinge, die sind einfach, ja, die können was. Also wenn die Dinge etwas können, das hat man früher einen Mechanismus genannt, dann geht das, ob ich es will oder nicht. Und es geht auch so und nicht anders, ob ich es will oder nicht. Und ein Verständnis davon müssen wir wieder finden, weil die Algorithmen nämlich mechanisch funktionieren. Die verstärken unsere Werte, die hineingehen,
Gerade wenn wir denken, ich bin doch ganz neutral. Also wie können wir tatsächlich eine Art Allgemeinheit finden im Ausdruck? Das ist das Programm. Jetzt haben wir immer noch Zeit, das ist super. Dann mache ich das hier relativ kurz. Hier kommt auch Le Corbusier vor, als einer von ungefähr 50 und sehr, sehr wenig. Aber es sind zwei männlich dominierte Diskurs, das ist ganz klar. Das sind Stimmen aus der 20er, 30er Jahre in der sogenannten Moderne. Und worum es mir geht, ist, dass diese eigenartige, ja, ist ein bisschen wie ein Wetter, dass sich Religion und Moral und Ethik und Dinge wie Liebe oder wie Beziehungen oder wie Sozialstrukturen plötzlich alle wieder so vermischen in diese Digitalisierung. Und das war in Bezug zur Industrialisierung zu dieser Zeit, also ziemlich genau vor 100 Jahren, sehr, sehr ähnlich. Und wenn Sie diese Stimmen der Leute, die damals geschrieben haben, lesen, dann reden die von Kosmos, die reden vom Licht, die reden von Energie, die reden von all diesen Dingen in einer Weise, die zumindest mein Empfinden von wissenschaftlicher Sachlichkeit unangenehm berühren. Ja, das ist aufgeladen, es ist viel moralisierend in vielerlei Hinsicht. Sie werden das überall in diesen Texten wahrnehmen. Also die Entwicklungen und Haltungen, die sich dann ganz klar als rassistische gezeigt haben und auch so kultiviert worden sind, die sind da abgezeichnet. Und was ich aber wichtig finde, ist, dass sich bei uns vermutlich auch solche Dinge abzeichnen, gerade wenn wir nicht wollen, dass es so ist. Ja, das ist das mit dieser Optik. Alle, die was, ja, wir haben eine sehr schöne Abteilung schöne Personen, die Abteilung leiten für gendergerechte Diskurse. Und etwas vom Ersten, was die Frau da immer in den Kommissionen sagt, ist, stellen Sie sich nicht vor, dass die keine Vorurteile haben. Wir alle haben sie. Ich selber habe sie. Der Punkt ist, dass ein Vorurteil das ist, was wir nicht wissen, dass es ein Vorurteil ist. Ja? Und das ist ganz ähnlich mit einem Glauben. Das, was Sie wirklich glauben, von dem wissen Sie nicht, dass Sie es glauben. Deswegen glauben Sie es ja. Das ist diese Transparenz, oder was ich optisches Bild genannt, ja, die Optik hinter der Klarheit und so weiter. Und es ist eine, wie ich finde, eine ethische Maxime, dass wir müssen lernen, weil die Diskurse global werden, weil sie so mächtig werden, wir müssen lernen, ein aktives Verhältnis zu diesen Dingen zu haben. Aber dieses aktive Verhältnis geht nicht nur über Anfragen von Scapegoats und Protagonisten von diesen Dingen, sondern es muss in eine Lehrpraxis übersetzt werden. Also in ein Stück weit eine Entmoralisierung davon. Das ist mein. In diesem Sinne ist diese Anthologie zusammengestellt. Das sind kurze Ausschnitte von sehr vielen Texten, wo es wirklich darum geht, dass sie den Klang dieser Worte in der Insorge kriegen. Also was heißt es, in vergleichbaren Zeiten über das Ganze zu sprechen? Und ich habe dazu eine kurze Einleitung geschrieben, wo ich nahelege, dass es darum geht, eine Art Poetik des Entzifferns zu finden. Ja, also mit diesen abstrakten Strukturen, die uns die Klarsicht vermitteln. Ich glaube, wir müssen das als eine Art Poetik und als etwas Kryptografisches verstehen. Und in diesem Zusammenhang können wir lernen, aus diesen Texten viel mehr und auch anderes zu lesen, als das, was uns jetzt ein Autor quasi als Botschaft auf der obersten Ebene des Textes vermitteln will. Also man kann sehr viel mehr immer aus diesen Dingen herauslesen, was durchaus objektiv ist, als das, was quasi auf eine Message, ne, oder auf eine, so wie wenn der ChatGPT eine Zusammenfassung gibt von diesen Texten, dann kommt ein Abstract heraus. Und das ist nicht falsch. Aber das ist so armselig im Vergleich dazu, was ein Text kann und tut und sagt. Es ist so streamlined und es ist so konform gemacht. Es ist eine unglaubliche Verarmung. Wir können aber diese Extrakte selber als eine optische Instrumente brauchen und dann wird es plötzlich extrem farbig, ja, und interessant. Aber wir müssen dann selber aktiv schreiben.
Und damit, ja, also Sie sehen, das sind so ein paar. Die haben zum Beispiel auch gesagt, ja, Baukunst hat mit Stilen nichts zu schaffen. Durch ihre Abstraktion, was ich gerade mit Gorby sehe, ruft sie die höchsten Fähigkeiten auf den Plan. Die Abstraktion der Architektur hat das Eigentümliche und Großartige an sich, dass sie im rohen tatsächlichen Wurzeln diese begeistert. Oder dann haben sie Adolf Loos. Ja, das ist in gewisser Weise mindestens so abstrakt, aber etwas Mystische. Der sagt, wer fechten lernen will, muss selbst das Rapier in die Hand nehmen. Vom Fechten zusehen hat noch niemand fechten gelernt. Das ist eine klare Kritik an der Theorie, ein Sprechen für einen Traktat. Ja. Also ich habe so versucht, Blickpunkte aus dieser Zeit herauszustellen und will eigentlich nahelegen, dass es um eine Art vernakuläres Sprechen geht in dem Architekturdiskurs der Moderne. Also während die Wissenschaften sich spezialisieren, hat die moderne Architektur, und deswegen finde ich wichtig, uns heute damit zu beschäftigen, einen generalistischen Anspruch. Und zwar explizit. Und diese Linie des Generalistischen, das ist das, was die OpenAI jetzt heute wieder verkörpert. Ja. Also der ist Artificial General Intellect, keine Spezialisierung. Das ist die Haltung, der das Ganze verpflichtet ist. Die abstraktesten Leitthemen der Architektur bleiben invariant und werden immer wieder neu verstanden. Wir wollen die Studierenden anregen, sich mit ihrem Fach als Ganzes zu beschäftigen. Wir wollen beides, Archiv wie auch Rendering, also bewusst, also Erinnerung und Kommunikation, für eine Art digitaler Studien, Digital Studies. Und dieser Begriff der Studien, das ist wichtig, damit kann ich jetzt auch zum Aufbau der beiden Modi kommen. To study something heißt nicht, dass man es auswendig lernt und wieder gibt. To study something heißt, man beginnt einen Begriff sich zu erarbeiten, worum es irgendwo geht. Ja? Also to study something ist nicht, ich formuliere ein Problem und wenn ich eine technische Applikation habe, die das Problem löst, dann werde ich erfolgreich. Studies hat mit humanistischen Gesichtspunkten zu tun. Das hat damit zu tun, dass man Weile hat mit den Dingen, dass man in Vorstellungen Zeit und Raum gibt, dass man eine Art Subtilität im Denken kultiviert, alle diese Dinge. Und das ist heute wieder im Kommen. Ich bin da persönlich sehr froh drum. Unter dem Begriff Studies. Also wenn Sie schauen, es gab ja eine Zeit in den 80er, 90er Jahren, wo es ganz schnell ganz viele Disziplinen, neue Disziplinen gegeben hat. Als ich noch studiert habe, hat sich aus der Literaturwissenschaft ungefähr 15 spezialisierte Film, ja, alle möglichen neuen Teilgebiete gegeben. Es ist eine Art Verästelung, die immer auch heißt, niemand hat mir das Ganze übrig. Ja, das ist eine Art, fast unweigerlicherweise hat die Spezialisierung eine Trivialisierung zur Folge. Weil die einzelnen Leute wie Rätsel im Betriebe werden und nicht mehr das Ganze sehen können. Und das, dem gibt es einen Gegenteil jetzt wieder im Begriff der Studies. Es gibt plötzlich ganz viele neue Fächer, die man studieren kann, wo man sich promovieren kann sogar, wo man Master abschließen kann und so weiter. Die haben Namen wie Disability Studies, oder Gender Studies, das war eigentlich so das erste, was Gender, also was die Studies in den Vordergrund gebracht hat, aber auch European Studies oder auch Postcolonial Studies und so weiter. Und was damit gesagt wird, ist immer, der Begriff der Studies wird wieder primär. Also nicht die Vorstellung, dass man das Fach beherrschen kann, indem man nur alle wichtigen Dinge kennt, sondern indem man es studiert, schafft man auch, was es sein kann. Das ist immer so eine Performativität und eine Aktivität drin bei den Studies. Wenn Sie etwas studieren, haben Sie immer mitverantwortlich für das, was Sie studiert haben. Und das ist einer der Kernbezüge zur Universität. Der Gedanke der Universität war genau das, ja? Also die Sachen zu studieren. Und es kann sein, dass wir die Universität nicht mehr brauchen würden, wenn die Menschen tatsächlich sich gerne von einem allgemeinen generellen Intellekt rein von dem leiten lassen. Aber meine Vorstellung, an der ich zumindest noch
festhalten will, vorerst, ist eigentlich, dass dieser allgemeine generelle Intellekt unglaublich großartig und spannend ist, wenn wir ihn herausfordern können. Ja? Also wenn man wieder Intellektualität affirmiert. Und Intellektualität heißt immer, es ist unbequem. Ich bin nicht sicher, kann nie kontrollieren, wie ich respektiert werde. Ich muss aktiv, ständig in jedem Wort dafür kämpfen, wie das da zu geschehen hat. Intellektuell heißt, man ist nicht zu Hause. In einem extrem fundamentalen Sinn. Das macht den Unterschied von einer Tradition zu einem Wissensgebiet. Wenn es eine Legitimation gibt, diesen Unterschied weiterhin zu kultivieren, dann ist es bei meinem Verständnis nur Wissen. Und wenn wir das so, und die Entwicklungen gehen ja in diese Richtung, also die Leute reden alle smart. Ja, die auch das mit dem Zuckerberg habe ich jetzt nicht geschafft. Da habe ich Vorurteile, sage ich ganz offen. Ob der smart redet in 3 Stunden, keine Ahnung. Aber andere, also der Typ jetzt hier von dem ChatGPT, das ist einfach der redet mit einem Verständnis und einem differenzierten, nuancierten Bewusstsein der Problematiken, der Zusammenhänge, wie ich es nur ständig hoffen würde, dass es ein bisschen in die Zeitungen kommt. Ja? Also das ist wirklich, das ist smart. Man kann unglaublich viel lernen von diesen Dingen. Und es ist kein schönes Zeichen, dass fast alle von diesen vielen 340, 50 Gesprächen oder so, was es sind Männer, sind nicht Frauen. Und das ist auch nicht so einfach zu interpretieren, warum. Genauso wenig einfach wie, wo man dem zuhören soll oder nicht. Gut, jetzt die Vorlesung selber. Die kommt in 2 Modi. Der eine Modus ist der eine, der ist für Sie am unkompliziertesten. Da schauen Sie sich im Selbststudium die Aufzeichnungen an, versuchen das zu lernen. Und Sie werden in einer Online-Prüfung in Single Choice geprüft. Wir haben einen Katalog von ungefähr 400 Fragen oder so, die zum großen Teil auch darauf, also jetzt nicht abfragen, was war genau das Jahr, wo das passiert, das nicht Faktenwissen abfragen, sondern Ihr Verständnis abfragen. Das heißt, viele der Fragen, wenn Sie sich nicht vorbereiten, werden Sie überhaupt schon nur mal viel Zeit kosten, bis Sie verstehen, was die Frage ist. Und bis Sie verstehen, was die Antworten Ihnen vorschlagen. Und bis Sie dann noch verstehen, was von den vorgeschlagenen Antworten jetzt der Unterschied zwischen A, B, C, D, E ist. Und welche Phase. Sie müssen lesen können. Ich will, dass Sie sich mit den Themen beschäftigen. Aber Sie können durchaus so lernen. Also es sind nicht, der Prozentsatz, von denen die Prüfung nicht bestehen, ist nicht wahnsinnig groß. Also es ist durchaus machbar. Sie wissen ja bestimmt auch, wo die Fragen zirkulieren und so. Wir bemühen uns, dem immer ein bisschen gegen zu agieren, indem wir dann zum Teil perfid, ja, also wir können auch perfid. Dann nehmen wir Fragen, die zirkulieren und verändern 2 Worte, die Sie kaum merken, wenn Sie nicht verstehen, was Sie lesen. Und dann antworten Sie so, wie es gelesen ist, dann ist es falsch. Aber wir sind schon dabei, das so aktuell wie wir können zu halten. Aber Sie kennen die studentische Seite ja besser als wir. Also das ist der unproblematische Weg, die Prüfung zu schreiben. Sie können die Prüfung an vielen Daten. Ich glaube, wir haben, also wenn die Vorlesung jetzt aktiv läuft, gibt es mindestens 3 Termine, wo Sie Prüfung schreiben können. Und dann im Sommersemester wird es auch mindestens 3 Termine geben. Im Sommer, in der Sommerpause wird es Termine geben. Sie können sich dort dann im Prinzip einfach einschreiben. Ich würde Ihnen aber, wenn Sie diese Dinge interessiert, ich verstehe völlig, dass man gerne Architekt werden will und einem das alles nicht behagt. Also, wenn das für Sie so ist, machen Sie die Online-Prüfung, dann haben Sie vieles gehört, aber Sie müssen es nicht so nahe lassen für sich selber. Aber wenn Sie Interesse an diesen Dingen haben, will ich Ihnen den Modus 2 empfehlen. Das habe ich vor einem Jahr angefangen. Das ist für mich einerseits unglaublich spannend und andererseits unglaublich erschöpfend, weil es so viel Arbeit ist. Aber es muss darum gehen, diese Begriffe, ja. Sie müssen nicht aufzählen können, was ich Ihnen gesagt habe. Sie müssen selber
für sich eine Vorstellung entwickeln, was meint man mit dem Absoluten oder mit dem Leeren oder was meint man denn mit dem Sehen und dem Hören oder mit all diesen abstrakten metaphysischen Worten, die da im Kern sind. Sie müssen eigentlich selber sich einen Denkkörper aneignen durch aktives Tun, um überhaupt auf Stand zu kommen, um nicht nur mag ich nicht zu sagen über das, was diese Architekturdiskurse verhandeln. Und das wollen wir üben in diesem zweiten Modus. Ich habe die Anzahl der Plätze auf 50 beschränkt, weil ich das schlicht nicht schaffe mehr. Ich werde jede Woche 50 Abgaben von Ihnen, wenn 50 kommen, durchschauen und herausgreifen. Also wir werden in jeder Sitzung, die live ist, Ihre Arbeiten besprechen. Und diese Arbeiten, das ist dreigliedrig. Das ist zum einen, erwarte ich, dass Sie Ihre Mitschriften transparent machen. Und diese Mitschriften da werden wir dann drüber reden, wie man das machen kann, dass es produktiv ist. Ja. Also, die Mitschriften sind das eine. Das zweite ist, zum Thema der Vorlesung werden wir Ihnen auf TIS eine Bibliothek zur Verfügung stellen, die Sie nie als Ganze lesen können, aber Sie können mit den Keywords aus der Vorlesung, mit den Dingen, die Sie aus der Mitschrift genommen haben, in diesen Bibliotheken reisen gehen und einfach nur Listen mit interessanten Kunststücken machen. Ja, einfach nur Ausschnitte in eine Liste, eine Art Notizbuch machen von Ihrer Exploration durch diese intellektuellen Landschaften. Und zwar viele, mindestens 20 oder so, die Sie irgendwie interessant finden. Und dann ist der wirklich aktive Teil von Ihrer Seite ist, ich will gerne, dass Sie ich nenne das einen Stilllebentext schreiben. Ja, also aus dem stillen Spiel einen Stilllebentext schreiben. Und ein Stillleben, deswegen, weil es natürlich was Kubistisches hat, es hat etwas Arrangiertes, etwas Proportioniertes, es ist ein Ausschnitt, aber es geht auch immer um Leben und Tod. Und ich finde dieses Zitat von Kiesler, das hat mir, als ich das gelesen habe, hat mir das sehr gut gefallen, weil es die Ambivalenz in Bezug zum Funktionalismus und zu Infrastruktur und so weiter auf den Punkt bringt. Er hat geschrieben, Functionalism is determinism and therefore stillborn. Ja, eine Totgeburt, keine Lebendigkeitsform. Functionalism is the standardization of routine activity. For example, a foot that walks but does not dance, an eye that sees but does not envision, a hand that grasps but does not create. Und es ist, glaube ich, für alle transparent, wie wichtig, also viel, ganz viel von dem Komfort, in dem wir heute individuell so frei sein können, ist durch Funktionalismus entstanden, ja? Durch diese Art von Standardisierung entstanden. Ich glaube, niemand heute würde sich wirklich hinstellen und sagen, weg damit. Ja, das schafft sehr viel, aber es nimmt auch sehr viel. Und die Tradition des Stilllebens ist genau an dieser Stelle. Man feiert mit Stillleben eigentlich das ganze Spektrum zwischen praller Frucht, die man am liebsten sofort essen will, ins Licht gesetzte Arrangements, verwelkenden Blüten, Leben und Tod, immer beides zusammen da. Und das soll sozusagen das Temperament sein, in dem ich gerne möchte, dass Sie eigene literarische Texte schreiben, also nicht Zusammenfassungen von dem, was Sie gelesen haben und auch nicht, ich will keine, und ich werde da sehr strikt sein, ich will keine Opinion Papers haben. Es geht mir nicht darum, wem Sie am liebsten folgen, welches Sie besser mögen, wichtiger finden, es nicht subjektzentriert. Sie müssen auf eine Weise schreiben, dass der Text selber eine Präsenz hat am Schluss, wo Sie selber nicht sehr wichtig sind in Bezug dazu. Das ist eine Art Schreiben, die heute fast nicht gelehrt werden, was wir auch nicht kultivieren. Es wird immer alles auf ein Evaluieren, auf eine stimme ich zu oder nicht, was ist meine Kritik daran, was ist deine, wie können wir unsere Kritiken alle zusammen irgendwie in einen Zusammenhang bringen. Das ist alles wichtig und richtig, aber es ist nicht, was wir hier lernen wollen, weil diese Begriffe sind beim optischen Instrument, nicht bei der Klarsicht. Ja? Die sind präspezifisch zu dem, was wir bewertend beschreiben oder beurteilen können. Was wir üben wollen, ist die architektonische Geste, Dinge in eine Präsenz zu setzen.
Und da darf man selber nicht eine wahnsinnig große Rolle spielen, in dem, was man denkt, was man von sich zeigen möchte. Man spielt natürlich eine enorm große Rolle, weil das, was Sie am Schluss damit erreichen können, nur von dem lebt, was Sie können. Und zwar Sie individuell können. So, das heißt, es geht nicht darum zu sagen, Sie sind nicht wichtig in Bezug zu diesem Wissen, aber nicht vordergründig, sondern tiefgreifend sozusagen. Diese schwierigen Texte, ich habe Ihnen so, damit Sie eine Vorstellung bekommen, wie das dann aussehen kann. Ich habe die Vorlesung 2 im Sommersemester auch so gemacht. Und da sind wirklich tolle Arbeiten entstanden. Ich kann Ihnen zeigen, wie diese. Abgaben dann ungefähr aussehen, zum Beispiel. Sie sind sehr individuell. Das sind die Themen der Vorlesung, der zweiten. Okay, dieser Student hat jetzt da noch eine Vorwort. Also, es wird wirklich ein richtiges Reisetagebuch. Viele haben bis zu 170 Seiten am Schluss eingereicht. Da sind Mitschriften drin. Es sind dann auch Fokuspunkte. Also, was hat ihn interessiert? Oder Sie, und das darf durchaus ein Einzoomen sein. Ja? Also ich will die Mitschrift als Gesamtblick sehen, aber da können Sie sagen, well, dieser Aspekt, damit will ich arbeiten. Ich will ein Stillleben schreiben, in dem zum Beispiel diese Frage hier, imagine a space, not only the visual aspect. Ein Stillleben, wo Sie sich damit auseinandersetzen. Ohne, dass Sie am Schluss beschreiben, dass Sie das gemacht haben, sondern ein Text, der selber davon spricht, dass das geschehen ist. Wir werden Beispiele anschauen, also die Literatur ist reich, um solche Umgangsformen zu kommunizieren. Wir werden das gemeinsam anschauen. Das hier ist eine Weise, wie der Student hier die Mitschriften gemacht hat. Und was wir auch, wo ich Sie auch einladen möchte, mit diesen Bibliotheken, einerseits die von mir kuratiert sind, also ich gebe Ihnen zu den Vorlesungen Texte, die auch in der Vorlesung besprochen werden, vielleicht noch ein paar weitere dazu. Aber ich will Sie auch explizit einladen, mit dem ChatGPT, mit den OpenAI zu üben. Ich kann einige Beispiele, wir hatten im letzten Semester 3, 4 Studenten, die haben unglaublich kreative Weisen des Fragens erfinden können während diesem Semester. Ja, also wir haben völlig affirmiert, dass dieses dialogische Interface nicht eines ist, was einfach nur quasi die richtige Information ausspuckt, sondern dass man, die haben gelernt, wie sie den Chat quasi temperieren können, also auch in eine bestimmte Sensibilisierung bringen, um dann eine Frage zu stellen. In einem anderen Protokoll haben sie das versucht, ganz anders zu tun, die gleiche Frage und völlig andere Antworten gekriegt. Und richtige Gespräche geführt mit diesem Bot. Wo man sich aber gleichzeitig immer auch rausnimmt, also man ist dann rhetorisch drauf bei diesen Gesprächen. Es geht nicht darum, einen Konsens unmittelbar mit dem übers dialogische Fenster zu bringen, sondern man versucht eigentlich, das Gegenüber ständig herauszufordern, je nachdem auch etwas vorzuführen, und auch man akzeptiert auch belehrt zu werden davon. Also das ist immer anstrengend. Sie sind immer im Kontrapost. Und Sie bewerten am Schluss, was davon Sie behalten, womit Sie arbeiten. Es geht nicht darum, dass das automatisch generiert wird. Viele Studenten haben es nicht geschafft, einen solchen Zugang zu finden. Und dann kommt immer, also dann wirklich nach 2 Linien ist vollkommen klar, das ist wieder generiert. Also, es ist einfach klar. Sie werden es auch selber sofort spüren. Und mein Zugang ist überhaupt nicht zu sagen, Sie sollen damit nicht arbeiten. Ich finde, Sie sollen lernen, damit zu arbeiten. Das ist enorm wichtig in unserer Zeit und es ist super. Ja, das ist so wie, als ich studiert habe, durften wir immer bei den Referenzen Wikipedia nicht angeben, weil es nicht wissenschaftlich sei. Ja, okay. Aber ohne Wikipedia wäre ich nicht, wer ich bin. Also ich habe so viel gelernt über diese offene Enzyklopädie. Aber natürlich muss man dann nicht Verantwortung vertragen für das, was man daraus herauskopiert. Aber genau das ist der bildende Aspekt an dem Ganzen. Und mit der OpenAI ist das sehr ähnlich. Ja, vielleicht schauen wir uns, das sind die Protokolle, auch von den Chats. Sie sehen, das ist eines der
Zum Beispiel eines von diesen literarischen Formaten. So hat er geschrieben in diesem einen Text. Es ist auch so, dass sie, was sie dabei lernen können, ist eine Art Stimme zu finden. Und zwar genau, weil sie die Inhalte nicht kontrollieren. Sie finden eine Stimme, wenn sie mit Worten arbeiten, die von anderen gesagt sind, die da sind. Aber wie sie sie in einen Klang bringen und in eine Artikulation setzen, das ist sehr architektonisch und das entspricht ein bisschen dem, eine Stimme finden. Und die Ermunterung ist eigentlich in jeder von diesen Übungen, andere literarische Formen auszuprobieren. Also versuchen Sie, das kennenzulernen. Versuchen Sie nicht, ja, Ihre innerste Aufrichtigkeit jetzt in ein Format zu setzen, sondern seien Sie explorativ. Diese Studentin hat so geschrieben, hier ging es, glaube ich, die Sexvorlesung ist das Absolute, der Begriff des Absoluten. Isn't it grand? Isn't it vast? The most eyes of it. Can you imagine that something else is so unfathomable? I am. But I was also. I love to dance. I sit, I stretch my arms far out and touch the walls. They are cold. They were warm once. But when I dance, I feel nothing but myself touring. Finally, I can reach out. And do you see it? Me neither. But you can see something. Also Sie sehen das Dramatisieren der Auseinandersetzung. Es wird nicht gesagt, was der Leser verstehen soll oder quasi was die Botschaft ist, sondern man wird in eine Art Orchestration gebracht, um sich geistig auf etwas einzustellen, was innen nicht da ist. Und es wird in den guten Texten auch nicht aufgelöst, was wir jetzt gewissen sind. Aber die Formen davon sind wirklich sehr unterschiedlich. Die sind sehr nach den Temperamenten und Personen ganz anders. Hier ist ein anderes Beispiel. Das sind jetzt ausführliche Chat-Dialoge. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt, das wird der Sache weder den Arbeiten hier noch ihrer Vorstellung gerecht, wenn wir so schnell dadurch eilen. Aber darum jetzt gehen in Modus 2. Also diese ganzen großen Themen, sie arbeiten mit Material, was da ist. Es geht nicht darum, dass sie am Schluss zusammenfassen können, was es war, sondern es geht darum, dass diese Vorstellungen anfangen, lebendig zu werden für sie. Weil sie damit, und das ist auch die einzige Weise, wie die Theorie wirklich, finde ich, legitim ist im Architekturstudium, sie muss sie ermächtigen in ihrem praktischen Arbeiten. Ja, sie muss nicht reflektieren, kommentieren, erläutern. Es ist kein getrenntes Verhältnis, aber es spielt auf anderen Skalen. Aber wenn sie sich eine Vorstellung entwickeln, was zum Beispiel ein Ursprung ist, jetzt in der Geometrie, oder was ein absoluter Raum ist, oder eine Leere ist, oder was ein Covering Space ist, oder was eine Struktur ist, diese Abstraktionen, wenn sie sich damit in der Theorie beschäftigen, haben sie andere Vorstellungen, wenn sie in einem Entwurf arbeiten. Und das ist kein gerechtes Entsprechungsverhältnis. Es macht einfach nur Ihr Repositum, Ihren Denkkörper subtiler, reicher, sensibler und vermögender und auch mächtiger sein. Und das ist eigentlich, was wir üben wollen. Und die Auseinandersetzung mit den Vorlesungsinhalten ist wichtig. Die kommt primär durch Ihre Mitschriften. Also bei vielen Texten, am Schluss diesen Stilllebetexten, wäre es für Außenstehende nicht ersichtlich, was da wirklich mit der Vorlesung zu tun hat. Das finde ich aber nicht schlimm. Wie gesagt, ich will sehr natürlich beschäftigt haben. Ich kann das auch erschließen, weil ich durch Ihre Mitschriften das sehe. Und Sie sollen eine Maschine finden damit. Sie sollen nicht nachklappen lernen. Aber um eine eigene Stimme zu finden, müssen Sie erstmal nachklappen. Ja, das ist ein bisschen schizophren. Es ist aber genau so. Das ist wie, wenn Sie eine Sprache lernen, können Sie nicht gerade anfangen, Ihre eigenen Worte zu machen. Dann müssen Sie erstmal Wortschatz lernen. Und Wortschatz lernen Sie, wenn Sie nicht sofort versuchen, den Sinn zu kontrollieren, sondern wenn Sie zugestehen, dass diese fünf Worte im Französischen eigentlich für mich als Deutschsprachige als Synonyme erscheinen, aber im Französischen offensichtlich nicht Synonyme sind. Also worum geht es bei diesem Unterscheid? Ja, das wollen wir üben. Ich erwarte, wenn Sie den Modus 2 machen, wirklich Präsenz. Es sind nicht ganz alle Termine, die im Moment im Tisch sind. Ich glaube, eines ist noch ein Feiertag und eine ist noch eine Konferenz, wo ich nicht hier sein kann. Aber die Termine, also Sie müssen sich bis zum 11. September einschreiben, wenn Sie das interessiert. Und dann kommen Sie auf ein eigenes Tabell, wo Sie dann jede Woche, wir haben Freitag die Vorlesung, das heißt, Sie müssen bis Mittwochabend die
Übungen hochladen auf Duwell, dass ich sie am Donnerstag anschauen kann. Und dann besprechen wir 2 Stunden. Ich werde immer anbieten, wer möchte gerne das eigene besprochen haben, aber ich werde auch vorbereitet sein, falls niemand von Ihnen das will, Texte aufrufen. Sie müssen auch nicht die Sachen selber vorlesen, wenn Sie nicht wollen. Es soll in keiner Art und Weise darum gehen, jemandem Blöße zu geben oder so, sondern wirklich zu lernen voneinander. Und dadurch, dass Sie das alle jede Woche tun, Sie werden sehen, entsteht ein schöner Rahmen, um viel zu lernen. Von den Vorlesungen will ich, dass Sie mindestens 7 am Schluss in die Abgabe nehmen. Es sind ja, glaube ich, 11 Vorlesungen, das heißt, Sie müssen sich nicht mit allen in der gleichen Tiefe beschäftigen, aber 7 inklusive Mitschrift, inklusive Notebook, das heißt Zitate, Referenzen, interessante Dinge, die Sie finden, Chatprotokolle und schriftlichen Text. Sie müssen, also wenn Sie während dem Semester nicht arbeiten und dann am Schluss alles machen wollen, dann geht es nicht. Wenn Sie aber bis zum Ende vom Semester vielleicht nur 5 zu Ihrer Zufriedenheit machen konnten während dem Semester, dann können Sie, ich muss noch den Termin schauen, aber Sie können sicher noch 2 Wochen in die Semesterferien hineinhaben, um es fertigzustellen, so wie Sie möchten. Aber ich erwarte wirklich, dass Sie jede Woche hochladen und hier sind. Und wir zirkulieren Präsenzlisten, wo Sie unterschreiben müssen und wir gleichen ab, wie viele Dokumente sind hochgeladen, wie viele nicht. Und das muss aktiv sein, weil wenn Sie das nicht tun, dann bringt es nichts. Ja, also, ja. Aber es ist auch so, dass Studierende, die darüber lernen wollen, aber den Modus einschreiben wollen, die dürfen natürlich gerne als Beisitzer dabei sein. Also da soll niemand ausgegrenzt sein. Man kann auch so viel lernen davon. Aber gerade Menschen wie, also ich hätte nie Single-Choice-Prüfung entscheiden können. Ich habe Panik gehabt bei der Autoprüfung, weil das so ist. Ich kann nicht so lernen. Ich habe das nicht gelernt. Ich bin mit den Studies groß geworden. Ich kann diese Dinge nicht auswendig lernen. Und ich finde es auch persönlich recht absurd, so ein Stoff wie der, in dem es hier geht, über Single-Choice. Aber wir haben keine andere Möglichkeit. Das heißt, wenn Ihnen das schwerfällt, über Single-Choice zu lernen, dann kann der Modus 2 wirklich einen Parallelweg bieten, wie Sie trotzdem ohne allzu große Qualen einfach diese Prüfung schreiben können und dann weitergehen im Studium. Ich glaube, das war das Wichtigste. Haben Sie Fragen? Ja? Ich habe nicht gefunden, wie man sich für Modus 2 anmelden kann. E-Mail schreiben? Über TIS. Nee, über Tuwell TIS. Und es kann sein, dass das noch nicht aktiv ist. Aber das passiert spätestens am Montag, wie gesagt. Hoffentlich vorhin schon. Ja? Wann kennt ihr denn den Kettentermin statt, weil die Kettentermin schreibt? Immer freitags, 12 bis 2. Achso, während der Vorlesung. Ja, genau. Ja, genau. Und hier in diesem Rahmen. Ja? Ja, ich will das nicht zu strikt machen, weil es sehr auf den Schmier drauf ankommt. Aber wenn Sie jetzt 5 Stichworte als Mitschrift einreichen, ist das nicht wichtig. Ja? Und es gibt aber Studierende, die haben, es kommt wirklich ein bisschen darauf an, in welcher Abstraktion man schon vertraut ist mit den Dingen. Wenn man schon in größerer Abstraktion vertraut ist, dann können 2 Seiten Begrifflichkeiten eine tiefe Auseinandersetzung darlegen. Und wenn nicht, dann sind das 5 Seiten, die näher an den Formulierungen bleiben. Das will ich nicht standardisieren. Das muss einfach eine ernstzunehmende Auseinandersetzung sein. Jede Aufgabe. Ja. Alle 7 Übungen brauchen alle 3 Teile. Ja, das haben auch einige gemacht, die haben dann Fotos gemacht, aber so, dass ich lesen kann, ja. Also gute Auflösung und so, aber da bin ich sehr offen, ja. Ja, dürfen auch Skizzen sein, da dürfen auch, also soll eigentlich Ihnen die Geste von einem Notebook, ein Notizbuch führen, aber das können Sie vom Skizzieren, ja, das ist wichtig. Machen Sie das mit den Dingen, die Ihnen auffallen, Werbesprüche, Zeitungszitate, egal was. Sammeln Sie das, machen Sie sich ein Repository. Das macht Sie stark, das gibt Ihnen Wortschatz, Vorstellungsreichtum und so weiter. Und es ist alles andere als eine Schande, nicht immer jeden Satz selber geschrieben zu haben.
Das ist ja das eigentlich Beschämende, was diese AI uns jetzt auch zeigt. Dort, wo wir das Gefühl haben, ich bin ganz ehrlich und authentisch nicht, ich bin vollkommen transparent, weil es so gleich ist wie fast alle anderen auch. Ja? Also dass das der Amazon, ich bin da immer noch nicht drüber weg, dass Amazon mir einfach Empfehlungen geben kann von Büchern, die ich tatsächlich noch nicht gehört habe und die ich großartig finde. Das ist beschämend. Also das ist für mich etwas Beschämendes. Aber es geht so. Natürlich, wie soll es sonst sein? Also wir alle diese Dinge sind konzentrierend. Wir sind, ja. Aber das heißt auch, wir müssen nicht so einen komischen Stolz haben, alles aus uns allein schöpfen zu wollen. Das ist sowieso nie der Fall. Können wir eher ja, zu uns in Distanz treten und uns, ja, aber gut. Sonst noch Fragen? Nein? Gut, wenn das so ist, dann will ich nämlich, ich hätte nämlich eigentlich gerne Ihnen noch einen Blick vorgespielt. Und zwar der Stephen Wolfram. Und das ist, ich weiß nicht, ob die digitale Architektur in diesem Mittel, durch sie das kennenlernen, aber das war, der hat Mathematik entwickelt. Das ist die einzige Programmierumgebung, die mathematisch gedacht ist, im Sinn von, die hat den Lambda-Kalkulus implementiert. Der Lambda-Kalkulus ist das abstrakteste, was es heute gibt. Das heißt, alles, was irgendwo erfunden wird, kann im Lambda-Kalkulus dargestellt werden. Der Lambda-Kalkulus ist auch Algebra, das heißt, alles ist zirkulär. Es gibt keine Fundamente, es gibt keine hierarchische Ordnung zwischen den Dingen, es ist wie eine Art Universum, ein Kosmos. Und Stephen Wolfram hat seit 40 Jahren an dieser Umgebung gearbeitet und hat dann irgendwann diese erste Suchmaschine gemacht, die eigentlich nicht gut funktioniert, aber in Wissen operiert. Also jetzt in verschiedenen technischen Wissen. Das ist Wolfram Alpha. Hier können Sie, der ist alles, also alles, was die Chemie weiß, alles, was die Physik weiß, alles, was die Lebensmittelnahrung, was die Ökologie, einfach alles ist da. Sie fragen irgendwas und Sie kriegen die Formeln, die Mathematik, also alles da. Es ist unglaublich schön und mächtig, aber im Prinzip wird es alt und verstaucht vor diesem ChatGPT für viele, ja, weil man hier mathematisch denken muss, um es wertvoll für sich zu gestalten. Und mit diesem Stephen Wolfram hat Matt Swinman ein vierstündiges Interview gemacht und es ist extrem aufschlussreich, wie die reden. A is a friend of B and B is a friend of C, it doesn't necessarily follow that A is a friend of C. Ich spreche über den Chatbot, wie das geht. You know, that there are, if you go from place A to place B, place B to place C, it doesn't matter how you went. Like logic, it doesn't matter whether you flew there, walked there, swam there, whatever. You still, this transitivity of where you go is still valid. And there are many kinds of kind of features, I think, of the way the world works, captured in these aspects of language, so to speak. And I think what ChatGPT effectively has found, just like it discovered logic, you know, people are really surprised it can do these logical inferences. It discovered logic the same way Aristotle discovered logic, by looking at a lot of sentences effectively and noticing the patterns in those sentences. But it feels like it's discovering something much more complicated than logic. So this kind of semantic grammar, I think you wrote about this, maybe we can call it the laws of language, I believe you call, or which I like, the laws of thought. Yes, that was the title that George Boole had for his Boolean algebra back in 1830, but yes. Laws of thought? Yes, that was what he said. All right. So he thought he nailed it with Boolean algebra. Yeah. There's more to it. And it's a good question, how much more? Is right. There to it? And it seems like one of the reasons, as you imply, that the reason GPT works, ChatGPT works, is that there's a finite number of things to it. Yeah, I mean, like it's discovering the laws. In some sense, GPT is discovering this laws of semantic grammar that underlies language. Yes. And what's sort of interesting is, in the computational universe, there's a lot of other kinds of computation that you could do. Mm-hmm. They're just not ones that we humans have cared about and operate with.
And that's probably because our brains are built in a certain way. And, you know, the neural nets of our brains are not that different in some sense from the neural nets of a large language model. And that's kind of, and so when we think about, and, you know, maybe we can talk about this some more, but when we think about sort of what will AIs ultimately do, the answer is, insofar as AIs are just doing computation, they can run off and do all these kinds of crazy computations. But the ones that we sort of have decided we care about are is this kind of very limited set. That's where the reinforcement learning with human feedback seems to come in. The more the AI say the stuff that kind of interests us, the more we're impressed by it. So it can do a lot of interesting, intelligent things, but we're only interested in the AI systems when they communicate human in a human-like way. Yes. About human-like topics. Yes. Well, it's like technology. I mean, in a sense, the physical world provides all kinds of things. You know, there are all kinds of processes going on in physics. Only a limited set of those are ones that we capture and use for technology, because they're only a limited set where we say, you know, this is a thing that we can sort of apply to the human purposes we currently care about. I mean, you might have said, okay, you pick up a piece of rock. You say, okay, this is a nice silicate. It contains all kinds of silicon. I don't care. Then you realize, oh, we could actually turn this into a you know, semiconductor wafer and make a microprocessor out of it. And then we care a lot about it. Yes. And it's you know, it's this thing about what do we, you know, in the evolution of our civilization, what things do we identify as being things we care about? I mean, it's like, you know, when there was a little announcement recently of the possibility of a high-temperature superconductor that involved, you know, the element lutetium, which, you know, generally nobody has cared about. Yes. And, you know, it's kind of, but suddenly if there's this application that relates to kind of human purposes, we start to care a lot. So given your thinking that GPT may have discovered inklings of laws of thought, do you think such laws exist? Can we linger on that? Yeah. What's your intuition here? Oh, definitely. I mean, the fact is, look, the logic is but the first step. There are many other kinds of calculi about things that we consider, you know, about sort of things that happen in the world or things that are meaningful. Well, how do you know logic is not the last step? You know what I mean? So, well, like, because we can plainly see that their thing. I mean, if you say, here's a sentence that is syntactically correct, okay? You look at it and you're like, you know, the happy electron, you know, ate, I don't know what, something that it just, you look at it and it's like, this is meaningless. It's just a bunch of words. It's syntactically correct. The nouns and the verbs are in the right place, but it just doesn't mean anything. And so there clearly is some rule that there are rules that determine when a sentence has the potential to be meaningful that go beyond the pure parts of speech syntax. And so the question is, what are those rules? And are there a fairly finite set of those rules? My guess is that there's a fairly finite set of those rules. And they, you know, once you have those rules, you have a kind of a construction kit. Just like the rules of syntactic grammar give you a construction kit for making syntactically correct sentences, so you can also have a construction kit for making semantically correct sentences. Those sentences may not be realized in the world. I mean, I think, you know, the elephant flew to the moon. Yeah. Semantically, you know, we know, we have an idea. If I say that to you, you kind of know what that means. But the fact is, it hasn't been realized in the world, so to speak. So semantically correct, perhaps, as things that can be imagined with the human mind. No. Things that are consistent with both our imagination and our understanding of physical reality. I don't know. It's a good question. I mean, it's a good question. It's a good question. I mean, I think it is, given the way we have constructed language, it is things which fit with the things we're describing in language. It's a bit circular in the end. Because, you know, you can, and the sort of boundaries of what is physically realizable. Okay, let's take the example of motion, okay? Motion is a complicated concept. It might seem like it's a concept that should have been figured out by the Greeks, you know, long ago, but it's actually a really pretty complicated concept, because what is motion? Motion is you can go from place A to place B, and it's still you when you get to the other end, right? You take an object,
you move it, and it's still the same object, but it's in a different place. Now, even in ordinary physics, that doesn't always work that way. If you're near a space-time singularity in a black hole, for example, and you take your teapot or something, you don't have much of a teapot by the time it's near the space-time singularity. It's been completely, you know, deformed beyond recognition. But so that's a case where pure motion doesn't really work. Mm. You can't have a thing stay the same. But so this idea of motion is something that sort of is a slightly complicated idea. But once you have the idea of motion, you can start, once you have the idea that you're going to describe things as being the same thing but in a different place, that sort of abstracted idea then has, you know, that has all sorts of consequences, like this transitivity of motion, go from A to B, B to C, you've gone from A to C. And that's, so at that level of description, you can have what are sort of inevitable consequences. They're inevitable features of the way you've sort of set things up. And that's, I think, what this sort of semantic grammar is capturing, is things like that. And I, you know, I think that it's a question of what does the word mean when you say I move from here to there. Well, it's complicated to say what that means. This is this whole issue of, you know, is pure motion possible, et cetera, et cetera, et cetera. But once you have kind of got an idea of what that means, then there are inevitable consequences of that idea. But the very idea of meaning, it seems like there's some words that become, it's like, there's a latent ambiguity to them. I mean, it's the word, like, emotionally loaded words like hate and love. Right. It's like, what do they mean exactly? So especially when you have relationships between complicated objects, we seem to take this kind of shortcut, descriptive shortcut to describe, like, right, object A hates object B. What's that really mean? Right. Well, words are defined by kind of our social use of them. I mean, it's not, you know, a word in computational language, for example, when we say we have a construct there, we expect that that construct is a building block from which we can construct an arbitrarily tall tower. Mm-hmm. So we have to have a very solid building block. And, you know, it turns into a piece of code, it has documentation, it's a whole thing. Mm-hmm. But the word hate, you know, the documentation for that word, well, there isn't a standard documentation for that word, so to speak. It's a complicated thing defined by kind of how we use it. When, you know, if it wasn't for the fact that we were using language, I mean, so what is language at some level? Language is a way of packaging thoughts so that we can communicate them to another mind. Can these complicated words be converted into something that a computation engine can use? Right. So I think the answer to that is that what one can do in computational language is make a specific definition. And if you have a complicated word, like let's say the word eat, okay, you'd think that's a simple word. It's, you know, animals eat things, whatever else. But, you know, you do programming, you say this function eats arguments, mm-hmm, which is sort of poetically similar, mm-hmm, to the animal eating things. But if you start to say, well, what are the implications of, you know, the function eating something? You know, can the function be poisoned? Well, maybe it can, actually. But, you know, if there's a type mismatch or something in some language. But you know, how far does that analogy go? And it's just an analogy. Yeah. Whereas if you use the word eat in a computational language level, you would define there isn't a thing which you anchor to the kind of natural language concept eat, but it is now some precise definition of that then you can compute things from. But don't you think the analogy is also precise? Software eats the world. Don't you think there is something concrete in terms of meaning about analogies? Sure, but the thing that sort of is the first target for computational language is to take sort of the ordinary meaning of things and try and make it precise. Make it sufficiently precise, you can build these towers of computation on top of it. Yeah. So it's kind of like, if you start with a piece of poetry and you say, I'm going to define my program with this piece of poetry. Mm-hmm. It's kind of like, that's a difficult thing. It's better to say, I'm going to just have this boring piece of prose and it's using words in the ordinary way. Yeah. And that's how I'm communicating with my computer. And that's how I'm going to build this solid building block from which I can construct this whole kind of computational tower. So there's some sense where if you take a poem
and reduce it to something computable, you're going to have very few things left. So maybe there's a bunch of human interaction that's just poetic, aimless nonsense. Well, that's just like recreational, like hamster in a wheel. It's not actually producing anything. Well, I think that that's a complicated thing because, in a sense, human linguistic communication is there's one mind, it's producing language, that language is having an effect on another mind. Yeah. And the question of there's sort of a type of effect that is well-defined, let's say, where for example, it's very independent of the two minds, that there's communication where it can matter a lot sort of what the experience of one mind is versus another one and so on. Yeah, but what is the purpose of natural language communication? So computational language somehow feels more amenable to the definition of purpose. It's like, yeah, you're given two clean representations of a concept and you can build a tower based on that. Is natural language the same thing but more fuzzy? I think the story of natural language, right, and that's the great invention of our species. We don't know whether it exists in other species, but we know it exists in our species. It's the thing that allows you to sort of communicate abstractly from like one generation of the species to another. You can, you know, there is an abstract version of knowledge that can be passed down. It doesn't have to be, you know, genetics. It doesn't have to be, you know, you don't have to apprentice the next species, you know, the next generation of birds to the previous one to show them how something works. Yeah. There is this abstracted version of knowledge that can be kind of passed down. Now, that, you know, it still tends to rely because language is fuzzy. It does tend to rely on the fact that, you know, if we look at some ancient language that where we don't have a chain of translations from it until what we have today, we may not understand that ancient language. And we may not understand, you know, its concepts may be different from the ones that we have today. We still have to have something of a chain, but it is something where we can realistically expect to communicate abstract ideas. And that's, you know, that's one of the big, big roles of language. I think, you know, it's... You know, and that's been this ability to sort of concretify abstract things is what language has provided. Do you see natural language and thought as the same, the stuff that's going outside your mind? Well, that's been a long debate in philosophy. It seems to become more important now when we think about how intelligent GPT is. Whatever that means. Whatever that means, but it seems like the stuff that's going on in the human mind seems something like intelligence. Yes. Is language... Well, we call it intelligence. Yeah, we call it, well, yes. And so you start to think of, okay, what's the relationship between thought, the language of thought, the laws of thought, the laws of then words like reasoning, and the laws of language, and how that has to do with computation, which seems like more rigorous, precise ways of reasoning. Right, which are beyond human. I mean, much of what computers do, humans do not do. I mean, you might say... Humans are a subset, yes. Presumably. Yes. Hopefully. Yes. yes, right. You know, you might say, who needs computation when we have large language models? Large language models can just, you know, eventually you'll have a big enough neural net, it can do anything. Mm-hmm. But they're really doing the kinds of things that humans quickly do. And there are plenty of sort of formal things that humans never quickly do. For example, some people can do mental arithmetic. They can do a certain amount of math in their minds. I don't think many people can run a program in their minds.